Wer ist denn jetzt tatsächlich der Spelljammer eures Schiffes? Denn es ist ja weniger das Schiff als der Spelljammer, obwohl man das auch sagen kann, sondern es gibt eine Person, die dann in einem magischen Sessel sitzt und denkt, ich möchte gerne da lang. So, Wong Fei kann sich gerne darauf verirrt haben. Ich bin da der Letzte, der sagt, nee. Nur ob ihr wollt, dass euch ein betrunkenes Insekt durch die Galaxis fährt. Dann ist Wong Fei jetzt der Spelljammer. Das ist nur insofern wichtig, als man sich auf den magischen Stuhl, den Sitz, den Steuermannspult-Dingsi einstimmen muss nach den D&D-Regeln. Dieses Video enthält keine Werbeclips, dank der großartigen Community, die uns auf patreon.com unterstützt und dafür exklusive Inhalte erhält. Und ich weiß, es ist viel gefragt, uns finanziell zu unterstützen, aber ihr könnt uns auch anderweitig unterstützen, zum Beispiel, indem ihr dieses Video liked, uns abonniert und einen Kommentar da lasst. Vielen Dank. Hallo, liebe Leute. Spelljammer. Wir spielen die neueste Veröffentlichung für Dungeons & Dragons. Die gibt es bisher nur digital. Wir spielen auch kein vorgefertigtes Abenteuer. Denn das würde direkt damit anfangen, dass euer Heimatsystem erobert wird und alles wäre sehr tragisch. Nein, wir machen einen schnellen, kleinen, fröhlichen Romp durch eine Story, die ich dafür improvisiert habe und mich dadurch improvisieren werde heute. Und die auch an etwas anknüpft, das wir schon mal gemacht haben. Denn wir hatten im Grunde schon mal eine Dungeons & Dragons Runde, die sich eigentlich perfekt für Spelljammer eignet, mit Das Geheimnis von Inaria. Denn das beruht auf franco-belgischen High-Fantasy-Heroic-Comics, wie die von Arleston, wie halt alles, was mit Trois zu tun hat. Googelt das, es ist weird. Und da geht es auch um Fantasy-Raumschiffe, krasse Magie, Leute mit ungewöhnlichen Kräften und dergleichen. Und da haben wir eine Dungeons & Dragons-Runde draus gemacht. Da hat zum Beispiel auch der Ben mitgespielt. Hey! Und da kann man vielleicht ein, zwei Sachen so ein kleines bisschen anknüpfen und das da einbetten. Spelljammer, die unendlichen Weiten, die Astralsee, die große Weite, in der göttliche Domänen schwimmen, aber auch alle Splitter der physikalischen Welt. Und jeder von diesen Splittern ist gleich ein ganzes System, also meistens in der Regel ein Planet, der irgendwo unterwegs ist, in der Regel mit einer Sonne und Monden und vielleicht noch anderen Himmelskörpern. Und die sind eingebettet in kleine Blasen von Wildraum. Nicht Weltraum, Wildraum, die da existieren. Luftleer und ohne merkbare Gravitation, es sei denn, man ist in der Nähe eines Planeten. Aber man kann sich mit den magischen Schiffen, mit den Spelljammern dort mühelos hin und her bewegen, wenn man ein paar Regeln beachtet. Und hin und wieder sollte man die Luft auffrischen, beziehungsweise ihr habt damit kein Problem, denn ihr habt einen großen Baum an Bord, der das für euch tut, jedes Mal, wenn er sich schlafen legt. Ein Baum. Ein Baum. Ein Baum mit Namen, Olma Watuye. Und an Bord der Olma Watuye, benannt eben nach diesem Waldhüter, dem Baumhüter oder Triant, die ist besetzt mit einer ungewöhnlichen Crew. Fangen wir doch mal an mit dem größten Crewmitglied. Das wird gespielt von Steffen. Hi, Steffen. Hallo. Freue mich sehr, hier zu sein. Das ist Steffen. Die meisten von euch werden wissen, wer er ist. Aber zur Sicherheit sagen wir es nochmal. Steffen streamt. Auch in der Regel wird da auch Rollenspiel gespielt. Heute gab es ein bisschen Guild Wars 2, was ich finde auch eine schöne Einstimmung ist. Ich meine, da kann man auch Pflanzenleute und große Katzen spielen und steampunkiges Zeugs. Und das tut er unter dem Namen Jivatski. Und das lohnt sich. Wir sind da auch hin und wieder mal zu Gast. Neulich gab es wieder einen Geburtstag vom Am Tavernentresen-Projekt, wo du auch podcastest. Und da haben wir uns, glaube ich, alle einstellig eingegeben. Richtig. Ich muss ja auch mal zurückgeben, dass ich ständig bei euch bin. Ja, war schön. Gerne wieder. Freut mich. Generell, ich lasse mich gerne einladen, wenn es irgendwie möglich ist. Und du spielst heute ein Nilpferd.
Ich spiele ein Nilpferd, ja, um genau zu sein, ein GIF. Nein, kein GIF, sondern ein GIF. Wenn jemand Horatio mit GIF anspricht, kriegt derjenige wahrscheinlich eine Kopfnuss. Und Horatio Hutchison of Abinger ist ein GIF, ein Artificer, also ein Magieschmied, der sich auf dem Schiff um so ein bisschen alles kümmert, was mit Instandsetzung zu tun hat und natürlich auch der Kanonier des Schiffes ist, denn er hat einen leichten Hang zu Sprengpulver, aber auch zu den feinen Künsten, denn er hat eine Brieffreundschaft mit der Göttin des Schicksals Istus, die sehr einseitig ist, aber er versucht es trotzdem immer wieder, seine Briefe zu schreiben und er hat einen kleinen Autognomen gebaut, der ihn durch eine schwierige Zeit gebracht hat. Und den hat er jetzt auch mit aufs Schiff gebracht. Dann machen wir doch weiter mit dem Autognomen, den du gebaut hast, damit du nicht ganz so allein bist. Der wird gespielt von Ben. Hi! Hi, hi! Der wunderbare Ben ist auch ein professioneller GM und streamt als Ben and Paper und findet man auch unter demselben Namen auf YouTube. Und er ist ebenfalls hier öfters zu Gast, beziehungsweise wir bei dir unter anderem diese Woche noch. Gibt es wieder eine Session bei dir? Irgendwie bin ich gerade in verdächtig vielen Projekten. Ja, was ist das denn für ein Autognömchen? Ja, ein Autognömchen. Hast du schon gesagt, wir homebrewen, normalerweise von Gnomen gebaut. Wurde ich von Horatio erschaffen für einen ganz besonderen Zweck. Ich bin Artemis Abinger und werde Arti kurz genannt oder AA. Und ist ungefähr 1 Meter hoch, aus poliertem Kupfer, hat einen wunderbaren metallenen Schnauzbart, der ihn über die Mundluke hängt, aber der so seitlich hochklappen kann. Er hat ein erweitertes Rückmodul, also einen kleinen metallenen Rucksack, aus dem 5 unterschiedlich lange Röhren herausragen. Und das ist gleichzeitig auch das Instrument. Er ist das Instrument, denn er kann seinen inneren im Bauch befindlichen Balg aufblasen und dann einen wunderschönen Ton ungefähr loslassen und das durch die verschiedenen Röhren jagen. Er spielt also die Bagpipe, beziehungsweise er ist die Bagpipe. Er ist eine kleine Jukebox, denn er ist Bade. Das Problem mit AA oder Arti wird sein, dass sein Sinn und seine Seele, die er als Autonom dann trotzdem hat, ein wenig verquer ist, wenn es heißt, dass er motivierende Lieder spielen soll. Die meisten Lieder, die er spielt, handeln von Tod und Verderben und dass das Abenteuer den Bach runtergehen wird und das Schiff in 2 brechen wird und so Dinge. Die er allerdings mit der Euphorie, die es braucht, vorträgt. Das ist so ein bisschen verwirrend. Also seid ihr verwirrt, ihr kriegt Bardic Inspiration, es klingt nur nicht so. Moment, du bist ein irischer Autognom. Oh. Wir sind so weit weg von zu Hause, alles ist traurig, ich werde meine Frau nie wiedersehen. Die grüne Insel steht unter Fremdherrschaft. Juhu. Ich habe O Danny Boy umgeschrieben für euch. Ich wusste es, wow. Okay. Unter den wunderbaren Melodien von Arti leben noch 3 weitere Crewmitglieder. Moment, ich muss mal eben nachfragen. Hat Arti eigentlich eine Batterie, also eine AA-Batterie? Es ist eine AA+, ja. Danke. War nötig. Ja, war intensiv. Gut. An Bord mit einer der wichtigsten Positionen, nämlich in der Küche, hat eingenommen. Ein Hadosi, ein Affchen mit so Gleithäuten zwischen Armen und Beinen. Und dieses Hadosi wird gespielt von der Hasel, von der besten Nuss von allen. Hi! Ich bin's, die Nuss mit 3 U's. Hallo, hallo. Ja, hallo. Genau, ich spiele Albert mit 2 L, den dritten. Und ich bin der Koch des Schiffs. Ich bin 1,10 Meter groß, relativ klein und ich bin sehr, sehr alt. Das sieht man mir aber nicht an. Aber auch wenn ich rede, hört man das nicht. Aber ich bin schon sehr, sehr alt. Und ich bin eigentlich viel zu süß und zu klein, um so alt zu sein. Aber ja, ich liebe Essen. Ja, und ich bin bereit, jederzeit zu kochen und Essen zuzubereiten. Die Haselnuss übrigens, das ist eine VR-Nuss, beziehungsweise eine streamende Nuss. Die findet man als die Haselnuss mit 3 U ebenfalls auf Twitch. Mhm. Wo du hast eine ziemliche Bandbreite, was du streamst, verschiedene Sachen. Ja, das stimmt. Ja, alles Mögliche irgendwie. Wir kochen auch. Also hauptsächlich, also mein Hauptcontent würde ich sagen, ist VR trotzdem, also in Mixed Reality und so ein Schüssel. Und wir kochen aber auch und spielen Souls-like-Spiele, Super Mario World, alles irgendwie, was irgendwie Spaß machen könnte. Genau.
Souls-like-Spiele, die Spaß machen. Das muss man schon den richtigen Typus für haben. Ja. Okay. Dann, vielleicht zweitwichtig an Bord, nach dem Koch, die Person, die das Schiff steuert, durch das Ausschlussverfahren, weil niemand anders es wollte, ist dieser Job gegangen. An ein sehr großes, an eine Gottesanbeterin, an ein Mantis erinnerndes Insekt, das eine Ausbildung genossen hat als Mönch des trunkenen Kampfes. Und dementsprechend immer mit einer großen, aus einem sehr harten Kürbis geschnitzten und gut gefüllten Flasche unterwegs ist und auf seinen vier Beinen, nein, mit seinen zwei Beinen und mit seinen vier Armen wedelnd, leicht hin und her torkelt. Und dieses wunderbare Three-Kreen-Wesen wird gespielt vom Walker. Hi! Oh, sorry, ich vergesse die Telepathie manchmal. Schönen guten Abend. Erstmal Prost, ne? Prost. Ja, ich bin unverhofft Captain geworden. Ich bin irgendwann auf dem Stuhl eingeschlafen und irgendwie, puff, Schiff losgefahren. Weiß auch nicht, wie es passiert ist. Auf jeden Fall schönen guten Abend. Hi, ich bin der Walker. Wer mich noch nicht kennt, ich war schon ein paar Mal hier. Und freue mich immer wieder, hier zu sein. Das wird klasse heute. Ja, ich glaube, es wird sehr weird und hoffentlich auch sehr unterhaltsam. Ihr merkt vielleicht schon, dass die Charakterkonzepte alle etwas komisch sind. Und ich würde sagen, damit kommen wir auch bei vielleicht dem nicht zwingend seltsamsten, aber dem kuriosesten Charakterkonzept an, nämlich ein Barbar ohne Skelett. Ein wütendes Monster, das sich im Naturzustand zu einer blötschigen Kugel zurückentwickelt. Ein Plasmoid, gespielt von Banana Epic. Banane-Epic. So. Epische Banane. So. Hi. Hi. Ja. Ich spiele heute Dijon Antoine May. Und ja, wenn ich halt nicht als Fleck oder Blob irgendwo rumlunger, wie die letzten Wochen, die ich einfach nur irgendwo rumlag und als Senffleck abgestempelt wurde, obwohl ich gar kein Fleck bin, sondern ein ganz zauberhaftes Wesen. Sollte ich mich ein bisschen, um mich besser vorzubewegen als Humanoid fortbewegen wollen, dann sehe ich aus ein bisschen wie so ein Bär-Hamster, der auf zwei Beinen läuft, ein bisschen Winnie Pooh ohne T-Shirt, würde ich sagen. Bin 1,17 groß und ich habe das Faustdick hinter den Ohren. Hast du Ohren? Hast du Ohren? Wenn ich darauf angesprochen werde, manchmal ja. Oh Gott, ich kann mir das vorstellen. Hast du eigentlich Ohren? Ja. So ungefähr, ja. Wenn es nötig ist. Gut. Kleine Hamsteröhrchen. Die Jean. Ja, eine Sache wollte ich noch zu Wofeng noch sagen. Er ist nicht groß, er ist klein. Ich habe extra Small. In Size habe ich, oh nein, hab ich Small genommen. Doch, ja, ich bin ein kleines. Du bist ein kleiner Mönch. Das heißt, small oder tiny? Small. Small, ich bin nur small. Das heißt, ja, du bist ungefähr so groß. Oder einen Hauch kleiner als, genau. Als wir sind alles Small oder Dijon. Hallo. Und euer Auftraggeber. Okay, dann ist Niefel mit den Kindergruppen dahinter. Damit können wir ins Geschehen einsteigen. Also, ein einsamer Asteroid zieht seine Bahn in einem Weltraumsystem, dessen Name euch nicht bekannt ist. Seine Position konnte euch nur vermittelt werden über die Telepathie, die euer Mönch, der das Schiff steuert, beherrscht. Dieser wusste, wo sich das System befindet und was sich dort finden würde. Die Planeten interessieren ihn gar nicht so sehr, die weiter tief im System die Sonne umkreisen, die für euch ein daumengroßer Fleck am Himmel ist und nicht so richtig mehr Wärme ausstrahlt. Nein, dieser Asteroid soll es sein. Und der hat seine eigene Schwerkraft. Ihr könnt nicht genau sagen von dem Bewuchs her, ob die ringförmig ist oder sich an einer Ebene orientiert. Aber irgendwann muss dieser Asteroid durchaus auch mit Leben in Kontakt gekommen sein, das danach anfing, dort zu wuchern. Hohe Bäume, die in der niedrigen Schwerkraft hervorragend gedeihen, lassen knallbunte Luftwurzeln herabhängen, die jegliche Feuchtigkeit versuchen einzufangen. Ranken klettern an ihnen hoch. Der Boden ist bedeckt mit Pilzgeflechten in Farben, die den ganzen Regenbogen abdecken und noch weit darüber hinaus für diejenigen, die Augen haben, die mehr als nur sterbliches, menschliches Licht wahrnehmen können. Und
irgendwo in diesem ungewöhnlichen Dschungel, der allein und einsam in seiner kleinen Blase Luft, die der Asteroid hält, durchs All reist, liegt ein verlorenes Schiff. Zumindest sagt Kurasinwe, euer astral-elfischer Auftraggeber, dass dem so sein soll, dass irgendwo hier ein Schiff mit dem Namen Jahrhundertstern abgestürzt, zerschellt sei, und an Bord ist ein interessantes, mächtiges und ausgesprochen teures magisches Artefakt, das ihr gerne bergen würde. Ja, doch ein Käufer. Ihr wisst auch wo, in einem der Häfen, den ihr ohnehin schon öfters ansteuert. Ihr kennt auch die Leute, an die ihr verkaufen will, zu eurer Beruhigung. Also es ist nicht alles nur Einbildung sozusagen von seiner Seite aus, wie das funktionieren könnte, sondern er hat Abnehmer, die wissen davon, dass ihr unterwegs seid, zumindest um irgendwas Interessantes abzuholen. Und ihr seid voll ausgerüstet von Bord gegangen, habt Olmavatuya, den Triant, der mit dem Schiff verwachsen ist und für eure Atemluft sorgt, wenn ihr unterwegs seid, zurückgelassen und stapft nun gerade erstmal vielleicht eine Viertelstunde durch diesen sehr, sehr beschränkten Wald über eine kontinuierliche Krümmung, die aber immer nach unten euch zieht, sodass der kaum erkennbare durch den dichten Bewuchshorizont euch auch kontinuierlich langsam entgegenrollt. Das ist fast eher so ein bisschen, als würdet ihr auf einem gigantischen Ball laufen und den wie so ein dressierter Hund mit euren Pfoten nach hinten schieben, damit ihr euch vorwärts bewegt. Und vorneweg geht Kurasinwe mit einem Säbel in der Hand, schlägt er rechts und links. Es fallen Blätter und verschiedenste Sachen zu Boden. Und mit einem heftigen Schlag ruckt er die Waffe frei von mehreren Luftwurzeln, Ranken oder dergleichen, die dran hängen, und schleudert damit auch einige Blüten, die bunte Sporen verteilen, rückwärts, und die landen mitten im Gesicht auf den breiten, wohlgeformten Nüstern von Horatio, der was sagt. Mr. Kurasinwe, ich habe Ihnen ja angeboten, und ich möchte dieses Angebot wiederholen, meinen Flammenwerfer zu nutzen. Das würde Dinge deutlich vereinfachen und beschleunigen, und wir kämen alle schneller ans Ziel. Ich verstehe, dass Sie mit Ihrer persönlichen Muskelkraft es bevorzugen, diese Pflanzen aus dem Weg zu räumen, aber es gibt ja für alles effizientere Arten und Weisen. Ist es dann aber immer noch effizient, wenn der ganze Dschungel abbrennt, während wir noch drin sind? Ich gebe zu, dies ist ein Problem, was auftreten könnte. Natürlich wäre es ein gewisses Risiko, aber was wäre denn dieses Abenteuer ohne ein Risiko, nicht? Genau! Guck mal, ich habe auch Scherben, mit denen ich das machen kann. Ich würde mal vorlaufen und einfach gegen eine Pflanze schlagen. Du schlägst einfach gegen eine Pflanze, die gummiartig zurückschnellt, weswegen du gerne mal einen Gewandheitsrettungswurf machen kannst, bevor dir das, was du da abgetrennt hast, beziehungsweise die Reste, die du nicht abgetrennt hast, zurück ins Gesicht fletscht und deine Antenne. Einmal Tricks, ne? Ja. Sie. 22. Ja, wunderbar. Kurz zur Erklärung. Vortrefflich, Kapitän. Ja. Über. Wir würfeln gerade einfach in D&D Beyond, weil es am schnellsten ging, weil ich auch das Abenteuer in D&D Beyond habe. Wunderbar. Das heißt, du duckst dich zur Seite mit deinem üblichen leichten Wobbeln und der Baum fletscht an dir vorbei. Und was macht Albert, auf den diese Pflanze jetzt zukommt? Ich bin klein genug, ich duck mich einfach weg. Duckst dich drunter weg. Es nimmt noch so ein bisschen dein flauschiges Haupthaar mit. Ach Gottchen. Pass doch bitte auf. Bisschen vorsichtig. Ach, alles gut. Ist doch nichts passiert. Alles wunderprächtig. Gut, ich komme und versuche so ins Unterholz zu laufen. Mir nach! Ich glaube, es geht da entlang, Sir. Da bin ich mir nicht sicher. Immerhin hinterlässt er eine Schneise. Vielleicht werdet ihr so freundlich vorzugehen und die Schneise vielleicht ein bisschen zu verbreiten. Er steckt sein Säbel weg. Ich habe das Gefühl, dass ich hier ein wenig die Kontrolle über das Geschehen verliere. Das Gefühl haben wir dauernd. Arti und Dijon
die weder gerade in den Dschungel davonstürmen, noch sich anschicken, mit Waffengewalt den Pflanzen zu Leibe zu rücken, noch ausweichen mussten. Ihr könnt mal einen Wahrnehmungswurf durchführen. Die hat eine 19. Ich habe auch eine 19. Ach nee, das ist von dir. Ich habe eine 7. Nimm eine. Kam gleichzeitig gerade. Ja. Dijon schlonzt freundlich weiter. Ja. Während Arti auffällt, dass auf Augenhöhe von Arti zwei kleine glühende Punkte im Schatten großer Blätter glühen. Also so dir entgegenblinzeln. Mal ist einer weg, mal ist der andere weg. Mal werden sie ein bisschen größer. Ja, bei mir ändern sich die Linsen. Und ich war gerade dabei, so, das wird die letzte Reise dieser Crew. Das wird die letzte Reise dieser Crew. Auf ganz astrale Weise wird das wohl die letzte Reise. Hm? Arti, was singst du denn da? Ich singe ein fröhliches Liedchen, um uns zu. Du musst endlich mal fröhlichere Texte lernen. Das geht so nicht. Dijon hat mitgetänzelt übrigens. Reise dieser Crew, Dijon, gefällt es. Vater? Ja. Vater? Wir kaufen dir ein neues Buch, würde ich sagen. Wie wäre es mit Kinderliedern zu beginnen? Das hört sich doch fantabulös an. Fantabulös, was Albert sagt. Vater, wir werden beobachtet. Wo? Da im Gebüsch. Da blinzelt mir etwas entgegen. Ich ziehe meine silberne magische Pistole und ziehe Richtung Dschungel. Dort oder weiter links oder weiter rechts? Ich tue es Vater gleich und mein einer Arm klappt um und klappt eine Pistole aus. Dort. Dann schieße ich in die Richtung ein Fireboat. Dann würfel mal mit Nachteil. Du schießt auf etwas, was du nicht sehen kannst, nur nach Anleitung von deinem kleinen Gnümchen. Ja, wie kann ich das denn hier machen mit Nachteil? Fällt mir gerade ein. Drück einfach zwei. Ich habe nicht eine 9 gewürfelt, das ist eine 1 gewürfelt. Also ich glaube, das ist schon ausreichend. Der Feuerbolzen geht irgendwo ins Dickicht. Es gibt einen Moment Stille und dann hörst du ein leises Prasseln, als irgendwo etwas Flammen fängt, tiefer im Gebüsch drin. Und dann kommt eine kleine, zierliche Gestalt mit graulich-graublauer Haut aus dem Schatten heraus, die eine kleine, geschnitzte weiße Maske trägt mit bunten Sternen, die hineingeschnitzt sind. Und dahinter eine flackernde Wolke von bläulich-silbrig schimmerndem Haar. Und diese Gestalt ist nur so groß ungefähr. Kommt euch entgegen und macht so mit ihren Fingern. Sie hat eine Waffe. Ich werfe ihr auf den Boden. Ich hebe meine Hände. Ich hebe meinen Kochlöffel. Wie weit bin ich weggelaufen? Du bist wahrscheinlich irgendwie schon so 50 Meter oder weiter in den Dschungel verschwunden. Kurasin will versucht, dir zu folgen. Horatio wirft sich auf den Boden, bereit, irgendwie aus der Deckung zu schießen, nehme ich an. Ich lasse einen schreckten Ton aus einem der Röhren. Entschuldigung. Kleine Gestalt kommt näher. Ich glaube, es hat keine Waffe. Aber es sieht bedrohlich aus. Finger. Meine Hand klappt wieder ein zur normalen Hand. Guten Tag. Hallo. Wer sind Sie, Gestalt? Kurafin, wir kommen wieder zurück. Entschuldigung, unsere Vorhut ist mittlerweile... Das ist ein Schwinker. Was ist das? Wie bitte? Ein Schwinker, ein Naturgeist. Oh. Lasst euch nicht stören, die sind harmlos. Hallo, du Süßer. Ich gucke hier unter aus diesem Schiff. Gast hervor und wiege auch. Hi. Ich helfe Vater wieder auf die Beine. Vielen Dank, Arti. Das ist tatsächlich überhaupt kein Problem. Aber ich habe am Ende der Schneise, die unser Kundschafter gerade in den Dschungel geschnitten hat mit seinen Armen, habe ich etwas ausgemacht, das mich ahnen lässt, dass wir möglicherweise direkt am Ziel sind. Insofern, forscht voran, Männer, ihr schaut sich um. Und andere Personen? Schön, ich will bitte loslaufen. Ich geh auch los. Voran, Crew! Und marschiert ebenfalls vorwärts. Man am Ziel, so schnell. Behalte dieses Ding im Auge. Das Ding macht das auch mit seinen Händen an der Maske. Und läuft dann neben euch auf Ästen her, springt mal von einem zum anderen oder schwingt sich an eine Liane und beobachtet euch die ganze Zeit höchst aufmerksam. Höchst faszinierend. Und dann schaut es voraus. Wohin guckt es?
geradeaus. Und da macht ihr vor euch etwas aus, was wirkt wie eine gewölbte Wand aus fein gebranntem Ton, in dem eine leere Tür, ein Torbogen nur noch übrig, klafft. Und dahinter geht der Dschungel weiter. Es ist nur ein Überrest, ein zerstörtes Gebäude. Oder als ihr Nähe kommt und ausmacht, dass der Dschungel es nicht alles hier hat überwuchern können, die Reste eines Schiffes, das aus einem Material besteht, wie ihr es in der Form noch nicht gesehen habt. Erika. Wir müssen ganz nahe sein. Vorsichtig jetzt. Haltet die Augen offen nach Fallen und dergleichen. Okay. Ach, Fallen können wir nichts. Ich guck mich um. In sich zwei Löcher in meinem Gesicht, wo vorher keine Augen waren. Das kleine Viech, das nehmt euch heller. Da können wir es behalten. Wir können nicht sehen. Wir können etwas Großes sehen. Haben wir nicht mehr einen Übersetzer? Wir brauchen einen Übersetzer für dieses Schiff. Es hat keine Sprache. Kapitän, haben wir Geld für einen Übersetzer? Ich kann theoretisch... Übersetzer? Du kannst übersetzen? Ja, wenn ihr wollt. Es ist mega wach. Warte, ich kann ja mit Tange, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, alle Sprachen verstehen. Würde das gehen? Damit kannst du die einfache Zeichensprache des Tschwingwa möglicherweise korrekt interpretieren, ja. Okay. Der Tschwing, und du konzentrierst dich und der Tschwinger sagt, Augen, wo vorher keine waren. Unglaublich. Ich übersetze. Ah, er ist sehr begeistert von Dijon. Verständlicherweise. Ja. Danke. Ja, dann ja, warte mal ja, ab, bis er ja. Die Ohren sieht. Zwei kleine Öhrchen doch noch. Hurasin bekommt wieder aus dem Rest des Schiffes heraus. Entschuldigung. Ja. Ja? Ich denke, ich habe etwas gefunden, aber ich glaube, es ist zu schwer, als dass ich es alleine bewegen könnte. In dem Sinne, bitte. Ich komme. Männer! Auf! Ja. Schwere Sachen tragen, das ist mein Stichwort. Ja. Voll. Ich bin immer bereit, auch schwere, große Töpfe zu tragen. Also dann wird alles andere auch kein Problem sein. Haltet die Waffen bereit. Oder die Kochlöffel. Habe ich. Ich hätte mehr Geld ausgeben sollen. Da hinten ist ein Treppenschacht. Kurasinwe in seinen langen, eleganten Roben, die mit feinen Bronzeverzierungen beschlagen sind, die ihm zumindest ein bisschen Rüstungsschutz bieten, hat seinen Säbel wieder gezogen. Er schnippt mit der linken Hand und ein Ring an seinem Finger beginnt zu leuchten und ihm Licht zu spenden, während er langsam die Treppen hinuntergeht. Kurz innehält. Stolperdraht. Vorsicht. Drüber hinwegsteigt. Kurz danach ist ein Abgrund halb offen, wo eine Platte wegverrottet ist, die aus einem anderen Material war, und spitze Metalldornen lachen euch entgegen. Kurasinwe macht einen großen Satz herüber. Und was macht der Rest? Kann ich an der Decke entlanglaufen? Hast du Spinnenlaufen? Dann ja. Achso, nein. Ich glaube, Monks können das generell, oder nicht? Oder kommt das später erst? Es kommt erst später. Irgendwie... Nee. Achso, gut. Später? Ich dachte, okay, wenn das eine explizite Fähigkeit ist, nee, dann kann ich das nicht, dann würde ich da drüber springen. Einfach nur so. Ja, also deine Sprungweite sollte knapp ausreichen, dass du auf der anderen Seite ankommst. Ich würde auch mit Anlauf rüberspringen. Solange ihr euch Zeit nehmt, euch konzentriert, ist das alles kein Problem. Ja. Okay. Wer hat denn den gespannt? Dann geht er weiter. Schaut sich um. Allbeile. Wirft sich vorwärts in einer möglicherweise unnötigen Rolle und kommt wieder auf die Beine, wenn es einmal macht und eine große weiße Klinge einmal von oben herab in den Boden sich rammt und wieder hochzieht. Wer installiert denn sowas? Äußerst interessant. Vielleicht bräuchten wir sowas auch für unser Schiff. Nein, definitiv nicht. Ich bin doch nicht lebensmüde. Aber kannst du das entschärfen? Vielleicht. Vater kann alles. Ja. Mach mal. Alles kann. Ich hab Vertrauen in dich. Du schaffst das. Ich hol mal meinen Werkzeugkasten raus und würde mal gucken, ob ich das an mir schärfen kann. Gut, dann machst du einen Wurf auf deine Geschicklichkeit mit deinem Übungsbonus und mit Vorteil, da du ja dein Werkzeug benutzt. Okay, ich würfel einfach mal auf Dexterity und dann gucken wir mal. Mhm. Das heißt, ich kriege auch bis 5 statt bis 3. Das ist jetzt eine 17, das heißt eine 22.
Ja. Du und arbeitest mit Vorteil wäre es weniger. Mit Vorteil wäre es weniger. Ich nehme die 22. Gut, du arbeitest kurz einen Moment daran, findest dann den Auslöser, baust den aus. Und naja, jetzt müsst du nur noch jemand testen, ob das noch funktioniert oder nicht, ob du erfolgreich warst. Atta kann alles. Ich laufe durch. Und es passiert nichts. Und sagen Sie, Herr Kurasin. Wundere dein Vertrauen. Vertrauen in dich? Sagen Sie, Herr Kurasin, hat das Rollen etwas gebracht? Oh, ich weiß nicht, es hilft mir, mich darauf zu konzentrieren, mich schnell zu bewegen. Wir sind da. Etwas umständlich geht Arti in die Hocke und macht dieses Rollen sehr, sehr tump nach. Donk, donk, donk. Pass auf deine Konzentration auf. Oh. Was sehen wir? Schaut auf Arti runter. Ich glaube, es ist nicht für alle Spezies gleich effektiv. Hier. Ich befürchte auch. Vor euch ist ein... Komm an mir runter. Du bestehst nur aus Muskeln. Du bist im Grunde eine relativ gleichmäßige Säule an Muskeln, wo Arme dran sind und die unten sich in Beine aufspaltet. Aber wenn du rollen, ist für dich wahrscheinlich, du lässt dich hinfallen und dann kannst du seitlich ziemlich gut rollen, aber vorwärts. Ja, seitlich kann ich sehr gut rollen. Das stimmt. Ja. Und wenn du erstmal im Wasser bist, dann... Aber darüber reden wir nicht. Vor euch öffnet sich ein hoher Raum mit einer Kuppel darüber und in der Mitte steht in einer goldenen Fassung, also Arme, die aus dem Boden kommen und mit ihren Händen, die aus Gold sind, die Kanten greifen, eine Kiste, die aus Obsidian zu gemacht sein scheint. Und drumherum angeordnet sind drei Statuen, also zumindest sind sie aus einem grauen, an Fels erinnerndem Material, die irgendwo zwischen Spinne und Insekt angelegt zu sein scheinen. Es ist. Guck mal, er sieht aus wie du. Sag ich zu Wangfei. Das ist sehr beleidigend. Dijon? Dijon? Ja. Yeah. Dijon, wie ich mich darauf hinweist. Wow, ist sie hässlich. Nee, du. Also, hier, das heißt Deckschrubben für die nächsten 4 Wochen. So. Okay. Es sind große, aufgedunsene, so bohnenförmige Leiber vorne mit einem Maul, mit 4 Augen, mehreren Fühlern und insgesamt 6 Beinen, von denen das vordere Paar in kleinen Klauen endet und die unregelmäßige Beulen am Rücken haben, in unterschiedlicher Anzahl. Ich würde da hingehen, mich daneben stellen. Sieht das so aus wie ich? Und ich mach so... Nein, ich genau neben ihn. Nicht. Nee. Guck die Statue an, guck ihn an. Ja, jetzt, wo ich es näher sehe, ist die Ähnlichkeit nicht ganz da. Ich habe höchstens 3 Übereinstimmungen gefunden. Ja, können wir bitte die Kiste nehmen? Danke. Ach ja. Ah, darum die Kiste. Geht's. Oh, ja. Ach, deswegen sind wir hier, ja. Die Kiste ist das Artefakt, nach dem wir suchen. Korrekt. Ach, ja, ja. Nicht das, was drin ist? Nun, dachte ich auch. Die Kiste lässt sich per se nicht öffnen. Es ist ein großer Block eines ungewöhnlichen Kristallinmaterials, dessen Quelle unbekannt ist, in dem sich bestimmte Dinge speichern lassen. Und alles Weitere erkläre ich, wenn wir es sicher zu unseren Käufern gebracht haben. Aber wenn es eine Kiste ist, die man nicht öffnen kann, ist es dann wirklich eine Kiste? Vielleicht ist es auch einfach nur ein Block. Können wir den Block bitte mitnehmen? Okay. Na gut. Wie groß ist er, der Block? Der ist so, ja, 60 cm mal 40 cm mal 40 cm. Okay. Fast so groß wie ich. Ja, also gar nicht so groß, das stimmt schon. Boah. Ja, ich würde versuchen, den anzuheben. Ja, ich würde helfen. Gemeinsam ist das tatsächlich kein so großes Problem. Ihr löst das aus den Verankerungen und schlonzt das in Richtung Tür. Beziehungsweise einer von euch trippelt, der andere wobbelt. Und... Kurasinwe steht da, presst wieder 2 schlanke, elegante Fingerspitzen gegen den Ansatz seiner schlanken, eleganten Nase und schließt die Augen, die in denen ansonsten das Licht von fernen Sternen glüht und seufzt. Keine Sorge, Maestro, wir sind unser Geld schon noch wert. Und ich koche Ihnen auch was Gutes. Ein gutes Essen später? Vielleicht. Was ist Ihr Lieblingsessen? Heute? Albert? Oh, mein Lieblingsessen. Er öffnet die Augen wieder. Das Sternenglühen darin wird etwas heller.
mein Lieblingsessen. Ich erinnere mich, dass in der imperialen Stadt von... Und wo? Die imperiale Stadt von... Oh, kenne ich nicht. Aber können wir mal hin. Das kennt selbst ich nicht. Schaut runter und ihr seht eine insektoide Klaue unten aus seinem Brustkorb hervorbrechen. Oh. Dann hebt sich eine andere über seinen Scheitel und tippt von oben vorsichtig auf seinen Schädel. Die Statue zwinkert. Dies ist jetzt wirklich sehr unangenehm. Und dreht sich langsam in eure Richtung. Und die anderen beiden fangen auch an, knack, 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 sich zu bewegen. Soll das so sein? Vater? Captain, darf ich einen taktischen Rückzug zu unserem Schiff vorschlagen? Ich hätte gerne eine Initiative von allen Beteiligten. Moment, wir gehen eben in eine Begegnung hinein. Das sollte zumindest hoffentlich funktionieren. Das ist ja immer noch eine Bette. Bitter. Run, 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 run. Okay. Oh ja, geil. Seht ihr das? Wir sehen nur Initiativenrollen. Ich sehe auch die Initiative runter. Okay, es fehlt Horatio noch mit seiner Initiative. Ich habe 22 gewürfelt, aber wo kann ich das einfügen? Ah. Ich füge es für dich ein. So. Okay. Ich sehe nichts. Also was muss ich sehen? Was muss ich wo sehen? Ich weiß es nicht, wie es von eurer Seite aussieht, aber auf jeden Fall ist Horatio als erstes dran. Was möchte Horatio Hodgson auf Avenger tun? Jetzt, wo euer Auftraggeber gerade vermutlich, also du würdest sagen, von der Lage her zumindest, seine Milz und Teile seines Magens verloren hat? Ja, ich würde sagen, der ist wahrscheinlich nicht mehr zu retten. Ich würde mich rückwärts in Richtung Ausgang begeben und dabei noch einen Firebolt in Richtung dieses seltsamen Geschmeißes dieser Statue schmeißen. Gut, schmeiß auf das Geschmeiß. Das ist eine 27. Das ist ein Treffer. Das sind 14 Feuerschaden und dazu kommt noch ein D8 durch meine Magic Firearm. Noch zwei oben drauf. Mit einem Boom löst sich der Feuerpfeil aus deiner Waffe. Das waren also insgesamt 24? Was war 16. Das? 16. Oh Gott. Hätte noch schlimmer sein können. Gut. Ja, tatsächlich sprengt das ein bisschen was von der grauen Haut seitlich ab. Eins von den Augen verliert das untere Augenlid und das Ding öffnet seinen unwürmigen Mund und macht. Arti, Feuer frei. Ja, Vater. Als nächstes ist allerdings Albert, der Dritte, dran. Boah, Arti. Ich bin dran. Guiding Bolt mache ich. Sehr schön. Der 24, das ist getroffen und 11 Schaden. Auf das Gleiche, auf das auch schon Horatio geschossen hat? Nee, warte. Nee. Das ist nicht der Schaden. Moment. Das ist der Schaden. 20. Mhm. Oh, nicht schlecht. Auf das schon getroffen ist oder auf eine andere Kreatur? Auf das, was schon getroffen ist. Mhm. Gut. Tatsächlich, der Zauber löst sich aus deinen geschickten Händen. Du gestikulierst und als gleißendes helles Feuer schießt einfach direkt auf die Kreatur zu und schlägt in ihren offenen Mund, weil sie gerade anfängt, irgendwas zu brabbeln ein. Und so. Die großen Pusteln auf dem Rücken von dem Ding pulsieren und werden größer. Und du könntest fast schwören, dass du darin graue, schleimige Windungen siehst, wie verknotete Aale oder Gehirn. Und dann ist Arti dran. Arti zieht sich genau neben Horatio und zielt mit seinem Pistolenarm und würde auch einmal einen Schuss abgeben, wie gerade befohlen wurde. Ich habe eine 18. Mhm, das ist hervorragend, das ist ein Treffer. Und mache damit, 11 Schaden. 11 Schaden. Auf das gleiche Viech? Ja, erstmal auf das gleiche Viech, genau. Mhm. Gut. Und dann dreht er sich in Richtung, erstmal Wong Fei, glaube ich. Genau, er dreht sich in Richtung Wong Fei. Der kleine metallene Bart klappt zur Seite und die Mundklappe klappt auf und er singt auf Elfisch, weil es nicht unsere Gemeinsprache ist, singt er So long, Wong Fei, you will soon die. So long, Fei Wong, I come along. I see you when I see you.
I meet you on the other side. Und würde dir eine Bardic Inspiration geben, ein V8. Adi, du fällst! Welche Warenschule ist denn eigentlich Artie? Also geht das auch auf Angriffe, oder? Er ist ein Bard of Creation, ja. Creation? Und das geht auf Angriffe, auf Saving Throws und auf Ability Checks und hat zusätzlich das sogenannte Mode of Potential. Das heißt, es gibt einen zusätzlichen Effekt, wenn man diesen Würfel würfelt. Ah, also auf Two-Hit oder den Damage? Du kannst erstmal ganz normal würfeln. Wenn du merkst, es ist zu wenig, darfst du diesen Die dazu nehmen. Ah, okay. Auch auf Aber nicht auf Damage, nur auf... Nicht auf Damage, Attack. Ja, das war gerade meine Frage. Ist mir das von letztem sowieso eingefallen. Cool, danke. Schön. Na dann? Wong Fei ist auch als nächstes dran. Ach, tatsächlich? It's a long way from. Was möchtest du machen? Ihr kümmert euch um das. Ich gehe zum nächsten. Und ich würde dann eins der anderen Monster sozusagen angehen und mit meiner schönen Steinkürbisflasche in so einem geschwungenen Wuppa erstmal meine zwei Attacks praktisch raus ballern. Also erster Angriff und dann kannst du noch einen zweiten hinterher schieben, wenn du möchtest. Ja, ich denke, ich nehme den beim ersten. Die 14 ist ein Treffer. Ist ein Treffer, gut, dann muss ich es nicht machen. Und dann halt den zweiten Treffer. Ich nehme dasselbe Monster. Okay, du musst mir Schaden noch geben. Achso, ja. Die 12 ist kein Treffer. Also, dann mache ich jetzt was genau? Soll ich jetzt erst den Schaden würfeln für den ersten? Oder ich bin jetzt verwirrt. Gut, okay, erstmal der Schaden für den ersten. Das ist eine 8. Eine 8. Du depperst dem Ding die Kürbisflasche gegen eins von den Augen. So zwinkert auch ungleichmäßig mit allen vier. Und hebt seine großen Scherenkrallen über dich. Du bist, also, naja, es ist auch nicht irrsinnig groß, aber da du den meisten Leuten nur so bis zur Hüfte gehst, ist das ziemlich relativ zu sehen. Und du als Mönch, du hast ja ohnehin zwei Angriffe, aber du kannst hinter jedem Angriff noch einen unbewaffneten Angriff hinterher schieben. Das heißt, möchtest du hinter dem... Achso, ich dachte, das käme erst danach. Nein, ja, du hast jetzt einmal getroffen und dann haust du jetzt direkt nochmal mit einer freien Hand hinterher. Und du vier Hände hast, hast du die volle Auswahl, welche davon klatscht. Ich nehme eine von meinen kleinen Händen, die einfach noch so eine kleine Minischelle hinterher gibt, würde aber dafür tatsächlich auch einen Keypunkt für Flurry of Blows einsetzen. Dann darfst du zweimal hauen. Oder sogar dreimal auf Stufe 5? Ich weiß es gerade nicht auswendig. Nee, nur zweimal. Genau. Yep. Gut, dann hau zweimal zu. Der ist dann am Strike. Ja, 23. Ja. Treffer. Dann klatsche ich gleich den Schaden hinterher, oder? Jawohl. Ja. 8. Läuft. Mhm. Dann der zweite an am Strike. Jawohl. Das heißt, er ist eine kleine Hand, dann die andere kleine Hand. Auch das ist sein Treffer. Gib mir Schaden. Und wir bam. Der läuft 9. Für die meisten Leute würde es aussehen, als würdest du einfach wild mit den Armen umherfuchteln, aber tatsächlich triffst du mehrfach damit. Das tänzelt nach rechts, nach links mit seinen Krallenbeinchen. Der zweite Hauptangriff ist ja daneben gegangen, das hatten wir schon geklärt. Dann ist jetzt noch die Frage, möchtest du einen Keypunkt ausgeben, um noch irgendwie einen betäubenden Schlag draus zu machen oder sonst was Schönes? Ja, ne, ich wollte beim zweiten Angriff, wollte ich Bens D8 nutzen. Das kannst du machen, ja. Wenn das, dann kannst du dir noch hinterher würfeln, ja. Ja, genau. Da war ich etwas vorschnell, I'm sorry. Ein D8 hier. Mhm. Let's roll. Das ist geworden, eine 3 auf 12 sind 15. Das ist ein Treffer. Yes. Dann darfst du Schaden machen und dazu merkst du, dass dein Schlag noch irgendwie wuchtiger wird, beziehungsweise mit einem starken nochmal extra Schaden macht. Das ist dieses Mode of Potential. Und dann müsste Mairi für die Kreatur einen Constitution Saving Throw gegen 15 machen. Mhm. Ich wollte jetzt nicht mit der Flasche rumschwingen, das könnte gefährlich werden für die Technik. Okay. Ein Konstitutionsrettungswurf. Warum funktioniert das alles nicht, wenn ich hier draufklicke? Das sollte es eigentlich, ne? Ja, dann würfel ich einfach von
Ihr habt einen Konstitutionsrettungswurf gesehen? Ja, das ist 6. Bei mir steht Nidalgo Constitution. Stimmt, ja, 6, ja, stimmt. Oh, nice, okay. Dann hast du mir den nur nicht angezeigt. Ha. Dann bekommt es nochmal zu den 7 von Wong Fei nochmal 3 Thunder Damage dazu. Okay. Das ist insgesamt 10. Es gibt ein trockenes Knacken, wie von fernem Gewitter, wenn das Wetter eigentlich mal nicht regnerisch ist, aber irgendwo Wetterleuchten ist. Und ein helles Aufglühen rings um die kleine insektoide Faust von Wong Fei. Und die Kreatur stolpert tatsächlich ein paar Schritte zurück. Und damit ist Dijon dran. Dijon-Antoine Mai. Ja, Dijon hat vom Captain den Befehl bekommen, das andere Ding wieder anzugreifen, das schon angegriffen wurde. Dreht sich also um und ich rage als Bonusaktion natürlich. Und ihr seht, wenn ich rage, dass auf einmal, als würde, die Plasmoiden haben ja auch so dieses Nervennetzwerk, dass man ein bisschen durchscheinen kann. Und ihr seht, wie es aufscheint und gefühlt auf der Brust so die Form eines Hamsters nachmacht. Und anstelle zu knurren und zu brüllen, hört ihr nur so ein Fiepen wie von einem Teekessel, als würde Luft aus allen möglichen Poren ausgestoßen werden. Und mit seinen flatschigen Schritten nimmt er seine Großaxt und haut zweimal auf das Ding, was schon angegriffen wurde. Gut. Also zwei wurden schon angegriffen. Ja, aber der Captain meint ja, wir sollen uns um das andere weiter kümmern. Das erste. Ah, gut, das erste. Dann. Es erscheinen die rituellen Hamsterohren an dem, was dein Kopf gerade aktuell bildet. Sind nur 13 zum Treffen. Es ist kein Treffer. Schade. Und mit Schwung schlägst du zu, aber das Pseudopodium, mit dem du ausgeholt hast und das leicht Wobbeln durch die Luft fährt, mit großer Wucht, aber leider mit nicht so großer Zielgenauigkeit, trifft daneben und plättet sich am Boden. Der zweite Angriff ist eine 23. Das ist aber sowas von ein Treffer. Und das sind 15 plus 2, 17 Schaden mit meiner Großaxt. Ja, in die Kniekehle rein. In welche? Also in eine von denen. Und tatsächlich gibt es ein Knacken und es splittert das Bein einfach ab an der Stelle. Also Kniekehle ist mehr oder weniger jetzt schlicht und einfach zu Fuß geworden, zwangsweise. Das Ding tänzelt zur Seite, zieht seine Kralle aus eurem Auftraggeber heraus, der blutspuckend zusammenbricht und stößt ein grelles Fiepen aus. Allerdings sind die jetzt auch dran. Das verletzte Wesen richtet seine 3 noch funktionierenden Augen auf Dijon, der ihm gerade eben ein Bein abgetrennt hat. Dann flackern die alle, leuchten kurz rot auf, dann werden sie so tief schwarz, dass sie kein Licht mehr reflektieren, werden wie tiefe Löcher, in denen du glaubst, irgendwo ganz, ganz fern irgendwas zu erkennen. Und dann trifft dich wie eine Faust ein Gedanke, der einfach nur aus Wut, Verachtung und Hunger besteht. Und du kannst mal einen Rettungswurf auf Weisheit durchführen. Weisheit? 16. Du stemmst dich dagegen oder beziehungsweise du ignorierst es vielleicht einfach. Na, ist nicht wichtig. Außerdem hast du keine Augen, mit denen es Kontakt aufnehmen könnte. Und ignorierst es. Du nimmst nur die Hälfte des Schadens, der dadurch entstanden würde. Und das wären 8. Welche Art von Schaden ist das? Also 4 Schaden der Hälfte, psychischer. Psychischer nehme ich voll. Also außer, ja. Ja, ja, also durch den 4. Rettungswurf nimmst du nur 4 psychischen Schaden. Dann die Kreatur, mit der Wong Fei sich gerade duelliert, schnappt mit ihrem Maul zu. Das ist allerdings nur eine 6 zum Treffen, das wird nichts geworden sein. Und dann kommen die beiden Krallen auf dich herabgefahren. Eine 11 ist wahrscheinlich auch kein Treffer. Das würfel ich für Müll zusammen. Aber eine 21 macht allerdings nur 3 Trefferpunkte Schaden. 3 Trefferpunkte sind 3 Trefferpunkte, nicht? Ja. Und die dritte Kreatur tänzelt zwischen euch, hebt 3 von seinen Armkonstrukten, wankt leicht hin und her, seine Augen werden schwarz und dann erscheint ein Wirbel von Abwesenheit von Licht, von einem Riss in der Welt unter seinen übrig gebliebenen Füßen, bildet eine Reihe von Tentakeln aus und schlägt alle Leute, die in Reichweite sind, was in dem Fall Horatio, Dijon und leider auch Albert sind. Beziehungsweise, ich glaube, so wie ich mir die Szene vorstelle, könnte es auch Arti treffen. Das heißt, dass ihr alle mal einen Rettungswurf auf Stärke machen müsst.
Da hat Dijon Vorteil natürlich, weil er in Rage ist. Ja, Vorteil tatsächlich. Ja. Wo bin ich? 20. 14. 14. 15. Das heißt, alle haben ihren Rettungswurf geschafft. Das heißt, ihr nehmt nur die Hälfte an Schaden. Ich hab meinen auch mit 4. Mit 4 nicht, nein. Ja, ich wollte schon sagen. Okay, das heißt, alle, die es geschafft haben, nehmen 5. Albert nimmt 10. Okay. Was ist ab wie eine Art Schaden? Schaden nekrotisch. Nekrotisch. Davon nehme ich nur die Hälfte. Aufrunden oder abrunden? Von nekrotisch? Schaden. Immer zugunsten der Spielenden. Also yes. Tatsächlich eine 2. Nur die Hälfte von nekrotischem Schaden. Schleim ist unzerstörbar. Wunderbar. Bis irgendjemand so hart draufhaut, dass 2 Dijons übrig sind. Gut. Da werdet ihr gucken. Euer Auftraggeber ist sehr sicher am Sterben. Und das tänzelnde Ding, das gerade diesen Zauber beschworen hat, der mit seinen Schattententakeln nach euch gegriffen hat, steht mehr oder weniger über seiner Leiche und klickt mit seinen Scheren in Richtung des Kopfes. Wie reagiert Horatio darauf? Du hattest eigentlich auch schon zum Rückzug aufgerufen. Es scheint sich ja niemand das zu interessieren. Deswegen gehen aber wie viele Viecher sind das? 3? Das sind 3. Alle 3 stehen noch, obwohl ihr ziemlich ausgeteilt habt. Stehen die, wie nah stehen die zusammen? Eins steht über eurem sterbenden Captain, eins ist ein bisschen zur Seite getänzelt, nachdem Dijon ihm ein Bein abgeteilt hat, und eins ist ein paar Schritte weiter rechts und ist mehr oder weniger mit Wong Fei verknotet, so auf den schnellen Blick. Sie haben alle viel zu viele Gliedmaßen, mit denen sie zuschlagen können, und sie benutzen viel zu viele davon. Aber dann stehen die so ungefähr in 10 Fuß zueinander irgendwie? 2 von denen könntest du vielleicht innerhalb von 10 Fuß zueinander haben. Ja, muss reichen. Dann caste ich meinen neuen Lieblingszauber, und das ist Shatter. Shatter. Das ist auch sein Lieblingskäse. Beide Constitution Saving Throws. Ist notiert für später. Wir müssen ja Abendessen noch. Wow, also ich habe hier ein Würfelglück wie Bananepik. Wie WTF. Das ist nur eine Constitution Saving Throw +4 und ich habe insgesamt nur eine 6. Das heißt, die schaffen das nicht. Beziehungsweise ich würfel für den zweiten, der hat eine 18. Einer von beiden wird auf jeden Fall den vollen Schaden nehmen. Also ich sag mal so, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt angezeigt bekommt, aber ich habe hier 18 Schaden. Ja, Das sieht man. Yes. Holy moly. Und je nachdem, wenn die, wie war das, wenn das ein Objekt quasi ist, was Was allerdings auch passiert ist, ist, dass euer Captain von dem Zauber erfasst wird, sein sterbender Leib einmal hochgehoben und dann mit Schwung auf den Boden geschlagen wird. Passiert. Sind die aus Stein? Nein. Okay. Die sind aus einer nicht bekannten Substanz. Die sind, es ist schwer zu sagen, was sie sind. Teile sehen aus Stein. Der eine 18 und der andere kriegt 9 Schaden. Ja. Hab ich ausgeteilt. Er war Captain. Ach so. Und möchtest du noch irgendwelche weiteren Anweisungen geben? Die Kiste ist bin dazu nicht befugt. Gerade in den Händen von Albert. Dijon hat ja losgelassen, um in den Kampf zu springen. Albert, was möchtest du denn machen? Du bist als nächstes dran. Ich stell die Kiste ab. Und leben jetzt immer noch alle? Ja. Wow, wie sehen die so aus? Also immer noch gut? Das eine hat ein Bein verloren, das wird angeschlagen, aber die anderen beiden scheinen ungebremst zu sein. Ich rufe den anderen zu. Sollen wir uns nicht lieber zurückziehen? Ich glaube, das wird nichts. Rückzug! Gute Idee! Schwinge ich mich so rum. Gut. Albert, nimmst du die Kiste und läufst? Ich heb die Kiste wieder an und laufe. Ich laufe schon mal vor und ich kümmere mich ums Essen. Pass auf den Fallstrick auf. Ja. Okay. Du läufst unter dem feststehenden Fallbeil hindurch. Kurzer Blick nach oben, das ist immer noch fest. Und dann schauen wir nächste Runde, was sonst passiert. Artie. War das ein offizieller Befehl? Anscheinend. Der Kapitän hat sich gemeldet, also ziehen wir uns zurück. Ha. Gut, wir rennen, wir fliehen. Von dannen wir ziehen. Und ja gut, dann dreht sich Arti erst der Kopf um, dann der Rest des Körpers und dann beginnt er, wenn das Rückzug ist, Albert zu folgen.
Ja, aber die anderen. Ja, gut, ja, nein. Ja. Okay, dann fliehen wir. Dann ziehe ich hinter Albert her. Ja. Du nimmst deine kleinen Bronzebeine in die Hand und rennst. Ja, und da ich eine Aktion jetzt darauf vorbereiten will, ich dashe auch. Ich mache direkt eine Dash-Aktion. Dann kommst du direkt an die Fallgrube auch tatsächlich. Da dash ich nicht mehr, da bin ich bedachter und versuche, wie Hinzus auch mit Kalkulation und Vorsicht überzukommen, wenn ich dann wieder dran bin. Also ich dashe bis zur Grube. Du bremst vor der Grube ab, um das Ganze kontrolliert zu machen. Dann schauen wir nächste Runde, was passiert. Wang Fei, du als betrunkener Meister der Trunkenheit, kannst ja zuschlagen und dich trotzdem vom Gegner lösen, so als wäre nix. Das war meine Taktik. Aber dafür muss ich tatsächlich angreifen. Deswegen würde ich mir meine Steinkürbisflasche wieder schwingen und ihm wieder so ein bisschen aufs Näschen hauen, dem Viech vor mir. So knapp. Eine 15, das ist ein Treffer. Yes, dann einmal Damage. Ja, 9 läuft. Dann muss ich tatsächlich einen Keypunkt ausgeben. Ja. Damit ich wiederum Flurry of Blows einsetzen kann, womit ich die zwei Dingens bekommen halt. Hast du schon ein zweites Mal angegriffen? Nee, das kommt erst danach. Nee, du hast einen Extra Attack, hast du mit Level 5 auf jeden Fall schon. Ach so. Zwei Attacken. Genau. Du hast als normale Aktion 2 Attacken. Okay. Und dann kommt noch dran dazu. Okay. Genau. Wir haben das vorhin an die erste dran gehängt, weil ich dachte, die zweite wäre ohnehin schon gewürfelt und vermasselt. Also. Das heißt, du kannst jetzt einfach direkt nochmal angreifen und dann Keypunkt und an Attacken hinterherwerfen. Yes. Sollte treffen. Treffer, mach Schaden. Und dann kannst du direkt die nächste machen. 5 und dann eben die anderen Flurry of Blows. Ja. Nur 1. Noch zweimal hinterher. Treffer! Schaden. 9. Ah, das ist kein Treffer mehr. Nein, die 12 ist kein Treffer mehr. Und du hast deine bardische Inspiration schon rausgehauen. Deswegen. Und danach, nehme ich an, löst du dich vom Gegner und tänzelst geschickt klappernd davon. Oh, tschüss! Und ich würde so richtig wegwackeln und ich würde Horatio noch entgegenrufen. Horatio, wenn du zurückgehst, mach die Klinge wieder an. Und denken Sie wirklich, das geht so einfach? Du schaust dem Insekt hinterher, das mit einem flackernden Arm in den Gang verschwindet. Dijon, wie steht's bei dir so? Ich mach's dem Captain erstmal nach und greif erstmal zweimal an und zieh mich dann zurück. Mhm. Erstes ein 25 zum Treffen. Das ist sowas von ein Treffer. Das heißt, du schlonst die Axt wieder hoch, fest im Griff. 8 Schaden. Deines formbaren Gummikörpers. 8. Ja. Und depperst die dann erneut einfach irgendwo in den Körper rein. Du wirst schon was finden, was empfindlich ist. Es stößt wieder einen grellen Schrei aus und diesmal kommt dir auch so etwas entgegen, was nach Gülle riecht und die Farbe von halb eingetrocknetem Blut hat. Es sind auch so kleine Bröckchen drin. Der zweite Angriff ist ein 18 zum Treffen. Auch das ist ein Treffer. Und das sind 11 plus 2, 13 Schaden. Du schlägst ihm die Axt mehr oder weniger genau zwischen die oberen Augen, zertrennst mehrere von den Fühlern, drückst noch einmal nach, so ein Pseudopod nach dem anderen, dann Schleim kommt oben drauf. Beziehungsweise ist es wahrscheinlich eher so ein das aus vielen Poren herausdringt. Und dann spaltest du einfach den Körper von diesem Ding und stellst fest, dass der mit einer unausgeformten, schwärzlich-grau-roten Suppe gefüllt ist, die zuckt und wabert und wo einzelne kleine Dinge hin und her krabbeln darin. Und mit einem feuchten Geräusch platzen auch mehrere von den Blasen auf dem Rücken auf und du siehst darin Gehirne, die jetzt tot und leblos zu Boden glitschen. Aber das Ding ist auf jeden Fall vernichtet. Direkt ein paar Schritte zurück und dann laufe ich mit meinen 40 Fuß zu den anderen. Auf meinen kurzen Beinchen. Das heißt, der Einzige, der noch da ist, ist Horatio. Manchmal ist es nicht gut, am Anfang der Runde dran zu sein. Schwammst du, Vater? Der verletzte Gegner, von dem sich Wang Fei gerade gelöst hat, dreht sich zu dir, bewegt mehrere seine Fühler und es erscheint eine Reihe von kleinen, glühenden
Punkten über ihnen, die dann zielsicher auf dich zufliegen. Das heißt, 3, 5, 8 Schaden. Kraftschaden insgesamt, als das magische Geschoss in dich einschlägt. Nicht, wenn ich als Reaktion Shield würge. Das stimmt. Korrekt. Dann vergisst du, dass du ja tatsächlich ein Zauberwecker bist. Ein goldener Schild. Vor mir baut sich ein Schild auf, genau, und nimmt das einfach abbereit. Ja. Und ich habe jetzt bis zu meiner nächsten Runde einen AC von 22. Ja. Die letzte Kreatur schaut dich mit mehreren Augen an, klappert leise hin und her. Und dann zieht sie sich von dir zurück und neigt sich über die Leiche des Captains, setzt eine Schere unten an, eine Schere oben und dann schneidet sie die obere Schädelkalotte einfach ab und legt das Gehirn frei. Und du? Ein Appetit. Und dann laufe ich und wenn ich durch die durch das Fallbeil durch bin, würde ich einmal mit Mending das schnell reparieren, wenn ich vorbeilaufe. Ich tipp's einfach kurz an mit meinem Hammer aus, einmal gegen. Und dann funktioniert es wieder. Haben Magieschmiede verkürztes Mending? Verkürztes Reparieren? Steht instantaneous. Ja. Oh, super. Also ja, das heißt, du haust einmal mit einem kleinen Hämmerchen oder einem Schraubenzieher oder so etwas so dagegen. Eine Minute heißt das. Ist tatsächlich ja, eine Minute. Ja. Ich würde dir es durchgehen lassen, dass es sofort ist, wenn du einen Zauberslot der ersten Stufe dafür opferst. Anstatt, dass es nur ein Zaubertrick ist. Nein, danke. Nein, okay, gut, du läufst da drunter durch, denkst einmal kurz mal nein, und rennst einfach weiter. Und hinter dir hörst du auch das Tack, Tack, Tack von Beinen. So, dann haben wir jetzt vor euch eine Grube. Alle können mal schauen, wie ihr da drüber kommen wollt. Ist es so oder so, ist es Athletik. Aber die lieber rechnen wollen, wie genau sie springen, die können dann statt Stärke tatsächlich Intelligenz verwenden. Die da sich elegant drüber werfen wollen, können Geschick verwenden. Ich nehme definitiv Athletik. Und jemand mit einer Stärke von 13 oder mehr sollte die Kiste dabei nehmen. Ich weiß nicht, ob unser Hadosi das hinkriegt. Der Hadosi kann schweben. Ich kann die Kiste, der muss nur hüpfen. Solange ich rage, habe ich Advantage of Athletics. Also ich kann das was machen. Super. Ich wollte nur kurz. Es mag jetzt gegambelt sein. Darf ich Acrobatics verwenden, Acrobatics verwenden, wenn ich der Wand entlang renne? Ja, darfst du. Wall running. So oder so. Ich habe gerade dran gedacht, unser Hadosi, Albert, du musst gar nicht würfeln, denn als Hadosi hast du ja Gleithäute, das heißt, du hüpfst einfach hoch und... Aber ich habe eine schwere Rüstung. Die kann ich aktuell nicht benutzen. Dann schon. Natural 20. Was? Ich habe eine Natural 20 gewürfelt. Sprung. Oh, okay, Dijon nimmt die Kiste, schleunzt sie in sich rein. Und bildet für einen kurzen Moment einen perfekten Bogen aus Plasma. Von einem Ende zum anderen. Der vordere Ende landet an der anderen Kante und mit einem kommt der Rest hinterher geschnellt, als wäre er ein gespanntes Gummi gewesen. So dieses Spielzeug, was man früher mal hatte, mit diesen so Treppen runter. Ja, 19. Gehen müssen konnte. Genau. Eine 19 für Horatio mit Anlauf. Und ein großer Sprung drüber. Problemlos. Ich habe eine 6. Ja. Also 9 insgesamt. 9. Eine 9. Bonfey Vater. Krabbelt elegant dran vorbei und Arti springt und landet drin. Nee. Du nimmst 8 Punkte Spitzenschaden. Ich glaube, ich muss seine Beinfeder noch einmal justieren. Dringend. Ja, alle anderen sind auf der anderen Seite. Beziehungsweise, hatten wir schon einen Bonfey, Horatio, Dijon, Albert mit einer 17. Hast du es auf jeden Fall geschafft. Gut, alle sind auf der anderen Seite, nur Arti ist in der Grube. Irgendwo hinter euch hört ihr das Tick-Tick-Tick-Tick-Tick von insektoiden Beinen, die euch folgen. Okay, das ist echt, ich guck so rein, wie tief ist denn die Grube? Die ist so 2 Schritt tief. 2 Schritt? Ja, dann würde ich einfach einen Arm runterhalten. Für mich reinbeugen und so Arm runterhalten, dass ich Arti nehmen kann. Ihr seid beide sehr kurz. Ach ja, stimmt.
Okay. Horatio gibt mich so in den Beinen. Zwei Schritte oder zwei Meter? Zwei Meter. Das ist nicht viel. Ja, also zwei Meter. Okay, zwei Schritte ist richtig viel. Also ja, weil wir sind nämlich jeweils einen Meter. Horatio nimmt Wong Fei an den Beinen und hält ihn runter. Wong Fei greift nach Arti. Horatio zieht Wong Fei hoch. Es gibt ein leises Knacken, aber am Ende sind alle oben. Auf der anderen Seite erscheint eine von den Kreaturen, schaut euch mit ihren vier dunklen Augen an und beginnt dann wieder die Krallen zu bewegen. Offensichtlich im Anstimmen eines Zaubers. Was tut ihr? Weglaufen. Weglaufen. Einfach leider mit der Kiste. Und laufe dann. Ich hab die Kiste! Wer läuft voran? Die ist absolut schwer. Dann machen wir einen Wurf auf Wahrnehmung. Dijon hat die Kiste in sich drin. Kiste. Ach so, okay. Auf Perception. Das ist weniger gut. Ich hätte nicht vorlaufen sollen. Du läufst vorne weg und es gibt ein leises Twing, als du den Stolperdraht auslöst. Und von rechts und links eine Reihe von kleinen Pfeilen auf dich abgeschossen wird. Gib mir mal einen Rettungswurf für Konstitution. Con. Eine 14. Du nimmst nur 6 Trefferpunkte Giftschaden und bist auch nicht weiter vergiftet. Aber dir stecken ganz viele kleine gefederte Pfeile im Leib. Immerhin hast du den Draht durchgerissen, die Falle wäre damit nicht mehr auslösbar. Und dann stolpert ihr, angeschlagen, aufgespießt, vergiftet, angespuckt, eingeschleimt, generell ein Schleim wieder hinaus in den Dschungel. Die kleine Schwingergestalt springt auf. Und dann deutet sie hinter euch. Oh Gott. Ihr helft. Ihr rennt durch den Dschungel bis zu der Klippe, wo ihr auch gelandet seid und seht dort gerade eben so, dass man mit einem beherzten Sprung es aus der einen Lufthülle hinaus in die andere schaffen könnte, die Olmavatuya im All schweben. Mit ihrem elegant geformten 25 Meter langen hölzernen Leib, der rechts und links mit einfachen, einfaltbaren Segeln, die wie Fischflossen aussehen, versehen ist. Und mit der großen, saftig grünen Krone von Olmavatuya persönlich, der hinten über dem einen Geschoss des Schiffes wächst, versehen. Der dreht auch ganz langsam den Kopf in eure Richtung und hebt einen Ast. Und dann, wer springt vorne weg? Ja, ich springe natürlich. Wong Fei schwebt durch die Luft hoch und dann gibt es den Moment, wo die eine Schwerkraft in die andere überschlägt und du mit krabbelnden Beinen auf dem Deck aufkommst. Der Rest hinterher. Der Twinger steht da. Yes! Das war nett. Dann schaut er sich um. Viel Glück! Willst du mit uns kommen? Hat es Angst? Wir haben noch Platz hier. Schnitt mit seinen kleinen Fingern und dann kommt ein ziemlich großer schwebender Goldfisch aus dem Dschungel heraus, geflitscht. Der Schwinger springt auf seinen Rücken und kommt zu euch herübergeritten in eure Luftblase. Juhu. Okay, wir haben wieder einen Gast. Albert, hallo. Was gibt's zu essen? Ja, was cool, wünscht ihr euch? Also ich koche euer Lieblingsessen. Was Hochprozentiges, danke. Okay, du warst mit Alkohol. Was möchtest du? Wollen wir vielleicht Dijon-Senf, ja. Gute Idee. Okay. Und ich geh zum Stuhl, flesch mich da so richtig breit rein. Und ab dafür. Da lang. Oder da? Ah, nee, komm erst mal da lang. Da lang! Los! Es dauert einen Moment, etwas orientierungslos wabert euer Schiff hin und her. Die beiden Atmosphärenblasen gloggeln kurz ineinander. Vielleicht hätte man nicht den Betrunkenen als steuern lassen sollen. Für einen Moment droht eure Schwerkraft zu kippen. Alles fängt an Deck an zu rutschen. Allen voran Horatio. Du siehst auch, wie die Schusswaffe sich dreht. Captain! Ja, ich hab's gleich. Der Dschungel raschelt, ihr hört für ein fernes Kreischen und Tappen, mehrere von den Bäumen beugen sich und dann löst ihr euch mit einem letzten Schmatzen der sich trennenden Luftblasen wieder von dem Asteroiden und gleitet behende durch den Wildraum. Fantastischer Abflug, Captain. Ach, sehr interessant. Ich hab's noch drauf. Naja, ich leg die Kiste hin und fang direkt an, das Deck zu schrubben. Wie sieht das eigentlich aus bei dir schon? Vor. Ja, nimmt sich so einen kleinen Besen,
den er irgendwann mal schon mal so zerbrochen hat, dass er seine Größe hat. Mhm. Und schiebt den eigentlich nur so vor sich hin und her und flatscht immer so hin und her mit dem Wesen. Da einmal mit meinem Hammer zu Arti gehen, kann ich den eigentlich mit Mending heilen? Ja, kannst du. Dann würde ich mal eine Minute die Löcher ausbessern, danke, die durch die Spitzen wieder rausgenommen worden sind. Danke. Was mag Arti so? Er wünscht sich irgendwann auch mal Geschmack zu haben. Also ist so Öl so dein Ding? Vielleicht so ein paar kleine Schräubchen oder sowas, aber die knirscht er auch nur, ohne dass er sie schlucken und verdauen kann. Dementsprechend, er tut dann immer aus Höflichkeit so. Okay. Danke, Schrauben. Nice. Danke. Ich würde bitten, dass wir das Experiment mit dem Whisky nicht nochmal wiederholen. Ja, okay. Ich musste Arti danach 2 Wochen lang von dem Geruch befreien. Aber ja, ich erinnere mich sehr sauber. Immerhin. Also Wong Fei ist auf dem Stuhl weggenickt. Oh, gut, der Captain schläft wieder. Jeff, was kann ich dir denn zu essen machen? Och, ich höre so ein bisschen irgendwas mit Algen. Vielleicht würde ich ja nicht Nein sagen. Okay. Nach solchen Abenteuern bin ich immer ein bisschen hungrig. Alles klar, dann habe ich alle. Ich gehe so die Liste durch. Okay, ich begebe mich in die Küche. Bis später. Bis später. Leinenlos. Wir werden sehen, wem das Schicksal winkt. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Die höchsten Höhen, der tiefste Fall, so offen wie das große All, leinenlos. Und dann läuft Arti über dieses Hauptdeck und ein bisschen Dijon hinterher. Das ist gar nicht so deprimierend wie sonst immer. Habe ich neu geübt. Aufbruchslieder. Hervorragend. Dann machen wir uns auf zum Hafen. Ich muss noch einen Brief schreiben. Bitte entschuldigt mich. Ich werde mich so lange unter Deck begeben. Der Kapitän schläft ja eh. Was machen wir eigentlich dann? Donk, donk. Mit der Kiste? Dem Objekt? Dem Klotz? Dem Ding, das wir geborgen haben? Ja, wir sollten sie ja verscherbeln. Und wir haben doch schon einen Käufer. Also können wir sie doch einfach dahin bringen. Vorteil ist, wir müssen jetzt nur durch 5 teilen. Oh, das ist ein Vorteil. Tatsächlich habt ihr Käufer auf einer Station, die sich in der Astralsee befindet. Das heißt, gerade haltet ihr auf die Grenze des Wildraums von dieser Blase zu, die zum Glück nicht weit entfernt ist, weil ihr ja ziemlich weit draußen wart. Und dabei handelt es sich um Dohwa. Dohwa sind intelligente Flug- und Wegevögel, die ein bisschen aussehen wie Pinguine mit Poten. Warum sind das keine Spielervölker? Weiß ich auch nicht. Chance verpasst. Riesenchance. Pinguine. Pinguine. Ja, den Weg ich zu. Gut. Im Übrigen muss ich zugestehen, es hatte einen taktischen Sinn, dass ich auf dem Stuhl eingeschlafen bin. Habe ich auf der Überfahrt dann wenigstens eine Shortrest hingekriegt oder ist es so nah an uns dran, dass wir da so schnell wieder hingekommen sind? Eine Shortrest kriegst du hin, wenn du auf dem Stuhl eingeschlafen bist. Alle anderen sind beschäftigt, damit Deck zu schrubben, Essen zu kochen, Autognome zu reparieren, repariert zu werden im Fall von den Autognomen. So oder so. Relativ bald kommt die Grenze auf euch zu, die erst wie ein kugelförmiges, silbriges Schimmern in der Luft vor dem Schiff erscheint. Nein, in der Abwesenheit von Luft im Vakuum vor euch erscheint. Und dann immer größer wird, sich ausfaltet und dann wird hinter euch das, was ihr seht, nachdem es auf einmal die Hälfte des Sichtfeldes einspannt, zu einem kreisrunden Fleck, der an den Rändern wabert, der sich weiter schließt und dann auf einmal fort ist. Und ihr seid in einem hell durchschienenen, silbrigen, weiten Schimmern. Die Intensität des Lichts wechselt und wabert leicht, so wie wenn man unter Wasser ist und Sonnenlicht durch die Wellen auf einen herabfällt. Und ab jetzt reicht es allein nur ein kurzer Wunsch, wo man hin will, und das Schiff steuert tatsächlich dorthin. Selbst wenn gerade der Spelljammer schläft, reicht es allein. Es ist gerade viel zu hell. Passt auf. Kannst dich konzentrieren. Ich gucke mich um. Zu wo muss ich hin? Und konzentrierst dich, um nach Felsengrab zurückzukehren. Was dann auch ziemlich schnell sich vor euch manifestiert und aus dem silbrigen Licht herandriftet. Felsengrab ist ein toter Gott. Davon gibt es ein paar in der Astralsee.
Das Einzige, was von ihm übrig ist, ist mehr oder weniger eine steinerne Hülle, an der man kaum noch irgendwie erahnen kann, was das vielleicht mal eine Figur war. Grob humanoid vielleicht. Aber vor allen Dingen hat sich inzwischen auf diesem toten Gott, auf seiner Leiche, ein ziemlich fröhlicher kleiner Markt entwickelt, wo alle möglichen Spezies zusammenkommen und miteinander handeln. Bunte Zelte sind aufgebaut. Und es gibt eine ganze Reihe Konstrukte, wo man sein Schiff andocken kann. Vor allen Dingen, wenn man eines hat, dessen Kiel es einem nicht ermöglicht, einfach auf festem Fels sich niederzulassen. Olmabatuya wankt leise mit seiner Krone hin und her. Sehr schön. Sehr schön. Ich nehme an, ihr wollt euren Preis verkaufen. Ja, das ist an und für sich die Idee, aber ich hätte gesagt, und ich gucke so zu Horatio, kannst du nicht mal versuchen, das Ding zu knacken? Soll ja auch eine Kiste sein. Natürlich kann ich das versuchen, Kapitän, aber ich möchte bitte nicht dann verantwortlich dafür sein, wenn sie kaputt geht. Aber wir brauchen doch sowieso den Inhalt. Und ich komme gerade so zurück mit dem Essen und verteile das so ein bisschen Senf für dich. Hier ist ein Smoothie mit einem Schuss. Für dich habe ich hier sowas mit Algen zubereitet. Bitteschön. Und hier für dich ein paar Schrauben. Schrauben? Die magst du doch so gerne. Die mag ich am liebsten. Aber Captain, wenn wir die Kiste öffnen und den Inhalt essen, nehmen, ist das nicht das, was wir verkaufen sollten? Ja, also ich will hier erstmal sehen, was der Inhalt ist, weil die Katze im Sack verkaufen, besser könnten die uns ja hier übers Ohr hauen. Oh, dort ist eine Katze im Sack. Vielleicht, das wissen wir ja noch nicht. Aufmachen, das aufmachen! Siehste, Arti ist auch meiner Meinung. Und Horatio, wenn du es nicht hinkriegst, ich meine, wir haben immer noch Dijon und die Axt. Mein Werkzeugkäfkofferchen auf und hol eine Brechstange raus. Währenddessen sieht man, wie Dijon bei Dijon so eine große Öffnung entsteht, er so den Senf aus der Schüssel in diese Öffnung schüttet, wie bei dem No-Gesicht von Chihiros Reise ins Zauberland, dass er verschlungen wird und man sieht, dass das Gelb von Dijon ein bisschen gelber wird, während er per Osmose alles aufnimmt. Ja, man kann so einzelne ganz kleine Gewürzbröckchen, die vielleicht nicht perfekt gemahlen waren, noch für einen Moment nachvollziehen, wie sie durch sein Innenleben driften. Das durchscheinend. Wenn Arti neidisch blicken könnte, würde er es tun. Tja, Horatio, du hast eine Brechstange. Das Ding hat keine Öffnung, keine Naht. Das ist einfach ein großer, geschliffener Block aus etwas, das aussieht wie Rauchquarz. Ich schlage die Brechstange da rein, wo bei einer Kiste die Deckel sein müsste. Es gibt einen Ding. Und ansonsten passiert nichts. Vielleicht ist das hier eine Musikbox. Oh, wie wunderschön. Wie heißt so Musikbox? Hören Sie doch mal. Ich hau noch einmal drauf, aber diesmal leicht. Ding! Und ganz tief drin glüht für einen Moment ein heller Funke. Wabert und verschwindet wieder. Also im Kristall, nicht in deinem Brecheisen. Arti, spiel doch ein Lied. Vielleicht reg ich die Kiste darauf. Um uns zu tanzen. Antwortet die Box. Ihr hört, beziehungsweise ihr spürt alle für einen Moment das Äquivalent von einem lauten Knistern zwischen euren Schläfen. Ja. Dann ein kurzes. Woher wacht eine solche Stille? Geschlafen, Tausende, Jahrtausende, der Jahrhundert, Sterne. Und dann eine Stimme, die sagt, Verderbnis wird kommen. Zerschlagt sie. Ach. Ich glaube, ich hatte einen Kurzschluss. Ja, Arti, was soll ich zerschlagen? Die Kiste redet genauso wie du, Arti. Oh, ihr hattet alle einen Kurzschluss. Ja. Ich auch. Zerschlag sie! Hat selbst gesagt! Zerschlag sie! Ist die Kiste magisch? Nimm meine Großaxt und hol aus. Es gibt wieder ein lautes. Erneut ist nicht zu zerschlagen. Eine magische Kiste. Ist die magisch? Wenn du da Magie aufspüren oder sonst irgendwas drauf anwendet, ja. Sehr. Okay.
Ja. Sehr magisch. Die glüht regelrecht. Und es wird immer stärker gerade. Könnte ich da drauf auch Dispel Magic anwenden? Hab ich schon überlegt gerade, ja. Auf welcher Stufe hast du den Zauber? Also maximal kannst du ihn wirken? Moment. Das ist drittes Level und wenn der andere Zauber, also die Verzauberung über drittes Level ist, muss sie würfeln sozusagen. Genau, genau, ja. Dann würfel doch mal. Das ist deutlich über dem dritten. Moment, was muss ich würfeln? D20. Achso, einfach ein D20, okay. Genau. Moment. Wie kann ich denn einfach einen D20 würfeln hier? Neben, ganz unten links ist so ein kleiner brauner Würfel. Okay. Und da musst du halt deinen Spell Modifier aufrechnen. Okay. Jetzt noch, was du dazu kommst, plus. Ja. Wisdom ist wahrscheinlich. Ja, Wisdom schätze ich. Wisdom, Moment, plus 7. Was habe ich gewürfelt? Ja, dann ist es 19. Plus 7 nur, auf Wisdom? Nur der Modifier. Nur ohne Proficiency-Bonus. Genau, ja. Also plus 4 ist es. Achso, okay, sorry. Ja. Also 16 dann. Okay, 16. Tatsächlich gibt es ein leises Knacken und es bildet sich ein roter Faden einmal rings um die Truhe, quasi quer drumherum. Alle spüren so eine Art Druckausgleich, ein Knacken in den Ohren und dann scheint etwas wie Dampf aus der Kiste zu entweichen und ihr hört nur einen so, hervorragend, wir sehen uns wieder. Was habe ich gemacht? War keine gute Idee, fürchte ich. Macht's vom Boden des Asteroiden aus. Okay, ich gucke runter. Du siehst dort zwei, ja, vielleicht einen Meter hohe fluglose Vögel mit Ärmchen statt Flügeln in bestickten Mänteln, die dir entgegenschauen und leise durch ihre Schnäbel schniefen. Eine grüßt ebenfalls. Entschuldigung! Hallo? Ahoi! Wo ist denn Kurasinwe? Wo ist er eigentlich? Ja. Hat jemand mitgenommen? Wurde getötet. Das ist ärgerlich. Ich würde jetzt sehr gerne meine Tarnung einsetzen. Das Gehirn ausgerissen. Für bitte mit einem Wabern verschwimmt Wong Fei einfach mit dem Hintergrund. Ihr seht eine einzelne Flasche in der Luft schweben. Unser Kapitän. Ja, konnten seine Leiche nicht mehr bergen, aber wir sind im Besitz der Kiste. Der Kiste. Ah, es ist also eine Kiste. Er sagte uns nur, dass er ein narisches Artefakt bergen würde. Können wir an Bord kommen? Ist dieser Nebel noch da und sieht die Kiste heil aus? Die Kiste sieht wieder heil aus. Das rote Glühen ist verschwunden. Der Nebel ist fort. Und die Kiste ist zu? Das ist immer noch ein Block aus Kristall. Oh, okay. Du hast einen Zauber zerstört und irgendwas ist entwichen. Scheiße. Captain, können Sie an Bord kommen? Frage ich in die schwebende Flasche. Und ich enttarne mich wieder. Aber natürlich. Ihr könnt an Bord kommen. Und ich lasse tatsächlich eine Trittleiter runter. Ja, danke, danke. Die beiden Vögelchen kommen an Bord geklettert, bauen sich dann können auf. Können wir sie behalten? Die Kiste? Das hängt davon. Oh! Beide schauen die Kiste an, dann wechseln sie den Blick. Eine holt eine große Kristallscheibe raus mit mehreren Reglern ringsum, dreht dann um. Dann schauen sich die beiden innig in die Augen, schauen euch an, schauen sich wieder in die Augen. Das heißt, einer sagt, ihr könnt die Kiste gerne behalten, danke. Wieso? Wir würden dann wieder gerne von Bord gehen. Warum? Das ist ein sogenanntes Göttergefäß und ihr habt es beschädigt und irgendwas ist entwichen und wir wollen damit nichts zu tun haben. Danke, nein. Wir haben es nicht beschädigt. Albert war es. Ich, aber... Wer ist denn Albert? Ich wollte... Also ich Pseudopod kommt aus meinem Rücken und zeigt auf Albert. Unser Smutje. Hallo. Ah, ja. Dann macht es Sinn, dass die Person, die hier fürs Kochen angestellt ist, sich mit den wichtigen magischen Artefakten auseinandersetzt. Was soll das denn bedeuten? Können Sie uns vielleicht ein paar Fragen zu dieser Kiste beantworten? Bitte? Die beiden schauen sich wieder intensiv an. Dann holt der eine kleine Uhr raus,
Ja, solange sie innerhalb von 2 Minuten gestellt sind. Los! Was ist so ein Götterartefakt? Das ist eine Kiste, in der mindere Götter tatsächlich gefangen und eingesperrt werden, um ihre Macht zu nutzen. Wie stark kann so ein Gott sein? Oh, naja, wie stark ist nun mal ein Gott? Das hängt davon ab, wie viele Leute an ihn geglaubt haben zu dem Zeitpunkt, an dem er eingesperrt wurde und seine Macht darin versiegelt wurde. Wie viele Götter gibt es? Die Anzahl der Götter, die existieren, ist potenziell unendlich. Wie dankbar kann so ein Gott sein, dass er das gefangen wurde? Das würde ich jetzt noch nicht sagen. Das hängt von der persönlichen Note des Gottes ab, aber die meisten werden wahrscheinlich wahnsinnig sein, nachdem sie dort, keine Ahnung, wie lange drin eingesperrt waren. Ist fair. Oh, das klingt schlecht. Hattet ihr was mit dem zu tun? Ich zeig's auf die Kiste. Mit der Kiste? Nein. Kurosimir kam auf uns. Ich glaube nicht, dass es eines unserer Götter ist. Unsere Götter sind höchst aktiv. 1 Minute noch. Warum sollte man Götter einsperren? Um ihre Macht zu nutzen. Götter sind ziemlich mächtig. Artie beginnt die Leiter eine Batterie zu ziehen. Der Vogel, der nicht auf die Uhr guckt, hebt die Ärmchen. Ihr lässt uns gefälligst doch von Bord. Wollt ihr nicht mit uns fahren? Nein, wollen wir nicht. Wir suchen noch Crewmitglieder. Nein, wir haben nicht vor, Crew zu werden. Wo würde so ein Gott hingehen, wenn er befreit werden würde? Du stellst vollkommen die falsche Frage. Willst du wissen, was die richtige Frage ist? Ja. Ja. Wo solltet ihr hingehen, damit es euch nicht zerstört? Ja. Sollt uns zerstören, wir haben es befreit. Wo sollten wir hingehen, damit es uns nicht zerstört? Es gibt einen Sammler. Ein Sammler. Auf einem Asteroiden. Ja, der aus blauem Kristall ist und von Walen umkreist wird. Könnt ihr uns dahin führen? Wenn ihr euch dorthin bewegt? Nein, das haben wir nicht vor. Die 2 Minuten sind übrigens abgelaufen. Ja, wir glauben, eure Uhr geht falsch. Uhr geht wirklich gut. Nein. Ja, doch nicht beendet. Was passiert, wenn wir da hingehen? Dort befindet sich eine Person, die solche Artefakte sicher verwahren kann. Ein Sammler, könnte man sagen. Hm. Na dann, auf! Ich renne zum Stuhl und setze mich drauf. Lass uns gefälligst noch an Bord. Könntet ihr noch einen Brief mitnehmen? Pack einen Brief aus, pinken Briefumschlag gepackt ist. Der Vogel nimmt sehr verwirrt den Briefumschlag und wohin soll ich ihn zustellen? Er wird vielleicht abgeholt werden. Ah. Arti lässt die Leiter wieder runter. Ich hätte euch gerne abgeholt. Die Leiter hoch, Horatio, Katapult, auf geht's! Die Vögel gehen hastig von Bord. Ich hätte euch gerne behalten. Neben euch steigt ein Luftballon auf. Oh. Neben dem Schiff. Ungewöhnlich. Interessant. Wirklich nur ein einzelner Luftballon? Ein einzelner Luftballon, gelb. Oh, nicht rot, Glück. Gelb. Eine absolut grässliche Farbe. Versuche zu fangen. Oh, Entschuldigung. dein Gelb ist ein. Dijon pfeift empört. Du versuchst, das ist. Wer versucht den Luftballon zu fangen? Ich versuche ihn zu fangen. Das ist tatsächlich kein großes Problem. Du greifst zu und du willst ja eigentlich nach dem Faden greifen. Und du greifst gegen Stoff und Knöpfe. Du ziehst dran, die Luft vor dir wabert und du ziehst quasi aus dem Nichts heraus ein Stück gestreifte Weste und dann zerplatzt die Illusion vor dir und aus dem Ballon kommt tatsächlich ein bunt geschminktes Weiß mit einem breiten roten Mund, blau betonten Augen, Gesicht heraus mit einem wirren Schopf an grünen Haaren. Schaut dich an und sagt: Können wir ihn behalten? Ich halte das Wesen über die Reling und lass sie fallen. Oh. Der Clown, denn darum handelt es sich, fällt mit wirbelnden Armen und er bleibt wieder zu Boden. Ist das die gleiche Lache, die gerade aus der Kiste kam? Okay. Wir bitte sofort fahren. Der Clown hüpft mit quietschenden Schuhen auf und ab, wedelt mit den Armen und ihr seht, wie eure Händler die panisch davonlaufen und wild mit ihren Armen wedeln, als versuchten sie damit zu fliegen. Vielleicht ein letzter Instinkt. Und auch andere Leute kreischen das Weite suchen. Der Clown hüpft hin und her, zeigt auf euer Schiff. Da ist was Leckeres an Bord! Da ist was Leckeres an Bord!
Und mehrere andere Gegenstände und Leute ringsum wirbeln, verschwimmen und werden zu anderen langgliedrigen, bunt bemalten, gestreiften, getupften, schreiend bunten Gestalten, die euch hinterher schauen. Okay, es ist liebe Crew, wir müssen, glaube ich, so langsam los. Rachel verliert komplette Fassung. Captain, können wir jetzt bitte ablegen? Ich versuche mich schon zu konzentrieren. Ja, ich versuche es doch schon. Okay, ich mache mal Schluck. Schauen wir zu einem Blob. Konzentrier dich mehr! Du steuerst das Schiff fort. Und wer an Deck ist, sieht hinter euch, dass eins der anderen Schiffe, das anliegt, ebenfalls wabert und von einer einfachen kleinen Barke auf einmal zu etwas wird, was erstens knallbunt bemalt ist und zweitens ein Katapult hinten am Heck hat, auf dem eine gigantische Torte geladen ist. Diese, wow, ich habe noch nie so was. Ah, das ist riesig. Das ist riesig. Diese Torte. Da ist eine Torte? Ja. Mach schneller! Rufe ich unserem Baum zu. Das hängt doch von dir ab, Steuermann. Ich habe keinen Einfluss darauf, wie schnell das Schiff ist. Aber es wäre mir sehr recht, nicht mit Torte beschossen zu werden. Du. Wir haben keine andere Wahl. Vielleicht schmeckt die ja ganz gut. Adi, gib mir den Beet. Albert, ich könnte noch irgendwas mit Chili gebrauchen. Okay, ich renne. Ich renne in die Küche und suche was mit Chili zusammen und brate es schnell an. Das wird die letzte Reise dieser Crew. Crew, es tut mir übrigens leid, dass ich, also beim Wegrennen so entschuldige ich mich, dass ich die Kiste geöffnet habe. Es tut mir leid, dass ich diese Kiste geöffnet habe. Ich hätte an deiner Stelle dasselbe getan. Das war ein Befehl. Danke. Und Dijon, du bist ein sehr schönes Ocker. Danke. Ich liebe dein Gelb auch. Ja, jetzt auf einmal. Und du riechst so gut. Du riechst wie Herbst und Sonnenschein. Und wie meine Freunde aus Jugendzeit. Die Pfefferbäume, die dort gediehen. Bist du eigentlich auf dieses Schiff gekommen? Ja. Denkst du, für einen Moment flirrt die Luft und beinahe hätten wir einen Rückblick davon, wie du verzweifelt nach langem Sitzen auf einem einsamen Felsen, wo du aus deinen letzten Vorräten einen kleinen Begleiter zusammengebaut hast, angenommen hast, dieses Schiff zu nehmen, auch wenn es ansonsten das letzte Schiff wäre, mit dem du mitfliegen würdest. Und dann machen wir im Jetzt und in der Realität weiter. Vater, wir haben keine Zeit für Flashbacks. Und dann... Ja, legt ihr ab. Und hinter euch seht ihr, wie auch das Clownschiff anfängt abzulegen und in eure Richtung einzubiegen. Und gackernd und kreischend die Crew sich hochhangelt, an einer langen Kette von ineinander geknoteten Taschentüchern hinterhergezogen wird und langsam mit spinnenartigen langen Armen sich hochzieht. Kapitän, darf ich Gefechtspositionen empfehlen? Ja, empfehle sie. Albert, ich brauche die Chili. Komm angerannt, das ist irgendwie Summen dabei. So, das ist die letzte Reise dieser Crew. Hier, bitteschön. Hier. Ich ändere mich wieder zurück zu Dijon, ja. Hamster-Ding und nicht mehr Blob. Ja. Gefechtsposition wurde aufgerufen. Gefechtsgestalt. Gefechtsposition. Gut, Dijon macht sich kampfbereit. Ein Clownschiff setzt zur Verfolgung an. Und ihr seht, wie sie anfangen, ihr Katapult zu spannen und einer von denen eine große Spritze rausholt, die voll mit grüner, brunner Flüssigkeit ist, sie in die Torte rammt und anfängt, was immer da drin ist, in das Gebäck einzuspritzen. Was haben wir für Waffen an Bord? Ihr habt eine Ballista, die möglicherweise von Horatio ein bisschen umgebaut worden ist. Yes. In ihrer Funktionsweise und Effektivität. Das würde Wie weit sind die denn hinter uns? Tatsächlich sind die nur so, ja, 200, 300 Meter hinter euch. Die Distanzen sind sowieso ziemlich relativ in der Astralsee. Während ihr durch das silbrige Licht gleitet, unten und im Schatten des Baumes sitzt Wong Fei auf dem schwebenden, aus Holz gewachsenen Stuhl, stopft sich Chilis rein, konzentriert, seine Fühler zittern und vibrieren.
Der Goldfisch mit dem Zwinger schwebt neben euch her, der mit großen Knopfaugen aus seiner geschnitzten Maske in eure Richtung schaut. Und dann feuern die Clowns das erste Mal. Es ist wichtig, dass man als zweites feuert. Mit einer natürlichen 20. So. Der Kuchen erhebt sich, überschlägt sich mehrfach in der Luft und prallt dann mit einem großen Klatschen aufs Mitteldeck. Wer befand sich denn da? War da irgendjemand? Das ist jetzt natürlich, ich hätte vorher fragen sollen, wer wo ist. Ratio, ja. Freiwillig, finde ich schön. Play to lose. Ich auch. Wo ist denn der Stuhl? Wir hatten ja nicht. Der Captain ist ja beim Baum. Helm gewesen. Das und heißt, der Albert Rest ist unter Deck. Ja, mhm. Genau. Also, wahrscheinlich aber auch da gewesen. Die Frage ist, naja, ist jemand von euch bei eurem Geschütz? Ich hätte jetzt gesagt, Horatio, du bedienst. Also wer bedient denn unsere Ballista so? Schon unser Artificier. Ich kann das machen, aber ich kann halt auch effektiv ohne die kämpfen. Dann hänge ich mich ans Geschütz. Dann bist du am Geschütz. Ja. Gut. Dann wirst du nicht getroffen. Aber die anderen beiden können mal einen Rettungswurf auf Konstitution machen gegen Gift, falls ihr da Vorteile habt in irgendeiner Form. Da habe ich Vorteil. Leider nicht. Ich habe 22. 10. 22. Eine 15. Eine 15. Ihr beide kriegt tatsächlich weniger Schaden durch das Gift, aber euer Schiff, die Portorte fällt auf euch und das Mitteldeck drauf zerplatzt. Überall verteilt sich faulige Sahne, die offensichtlich zu lange im warmen Wetter zugebracht hat. Es stinkt wettererbärmlich. Und die cremeartige grüne Füllung verteilt sich ebenfalls und fängt an mit einem leisen Zischen, sich in das Holz hineinzubrennen. Ihr hört, wie Olma Vatuya meine Wurzeln, anfängt zu jammern. Und ihr kriegt jeweils nur 11 Trefferpunkte Schaden. Ich noch mal die Hälfte davon. Weil, ja, weil du ein Schleim bist. Aber du musst Deck putzen. Was immer davon übrig bleiben wird. Ja, vielleicht erledigt sich das. Albert, du bist unter Deck in der Küche? Nee, ich bin gerade schon wieder zurückgelaufen und habe das Chili abgegeben. Sie ist bei mir. Ja, ich bin bei ihm. Du bist oder Albert ist bei mir. Gut, dann kannst du dich ja mal... also dein Blick landet natürlich auf der großen zerschellten Sahnetorte, die zwei von euren Crewmitgliedern getroffen hat. Und dann siehst du, dass der Zwinger auf seinem Goldfisch sitzend wild mit den Armen rudert und dann hinter dich zeigt, immer wieder. Ich guck hinter mich. Mach mal einen Weisheitsrettungswurf. Mhm. Nur 16. Die Luft flimmert und da sitzt eins von den Spinnenkrabben-Dingern mit einer frischen, pulsierenden, großen rosa Beule auf dem Rücken, in dem ein frisches Gehirn schwimmt und streckt gerade langsam ihre Klauen in Richtung von Wong Feis Kopf aus. Pass auf! Da ist dieses Ding von gerade! Guck ich mich um. Jetzt, wo drauf gezeigt wurde und geschrien wurde, erscheint das Ding tatsächlich aus dem Nichts. Und seine großen vier Augen zucken zwischen euch hin und her. Sein Mund öffnet sich. Zunge rollt raus und dann sagt es auf sehr klarem Elfisch: Gehirn. Nein. Weiter verstehe ich das Wort. Verstehe ich auch nicht. Nee. Was sagst du? Auf Elfisch ist das Sahulmaneva. Oh, das hört sich gut an. Ja. Mag es uns? Lecker. Hast du Hunger? Ja, es sieht so aus, als hätte es Hunger. Ich hätte gern von euch mal eine Initiative. Initiative? 15. Oh. 15. 19. Wie Papa. 7. 15, 19. 7 für unseren 3 Green. Wo ist Albert? 19. Also wo ich bin oder was ich gewürfelt habe oder wo ich stehe? 19. Wo du gelandet bist, 19. Ah, ich dachte, das wäre Dijon gewesen oder seid ihr beide bei 19? Mm. Nein, ich habe... Dijon hat 10, ne? Dijon hat 10, Entschuldigung. Und dann fehlt noch Arti. Ich habe wie Papa 15. 15. Wieder Papa. Ja. Horatio, merkt ihr, der Letzte wird der Erste sein. Gut.
Und wir brauchen noch die Killer-Clowns. Ach Gott. Warum müssen es Clowns sein? Auf ihrem Schiff. Oh, because. Clowns. So, und jeder, der dran ist, kann gleich auch mal einen Wahrnehmungswurf machen. Albert. Ja? Was möchtest du tun? Das Spinnending ist kurz davor, ein bisschen oben abzuknipsen von eurem Steuermann. Ja. Vor euch erscheint ein riesiger, leicht durchsichtiger Kochlöffel. Nicht nur den, den ich sowieso in der Hand habe, sondern noch einer. Und ja, der versucht, nach dem zu schlagen. Gut. Das, ich nehme an, das ist deine heilige Waffe, die du beschworen hast. Spirit Weapon. Dann, 16. Das ist ein Treffer. Und es sind 12 Schaden. Du, der leuchtende Löffel hebt sich und dann mit einem Zwack auf das Ding drauf, das tatsächlich, so seine Beine werden alle so auseinandergeschoben so und ziehen tiefe Riefen in den Boden des Decks, als du ordentlich einen verpasst mit deinem magischen Löffel. Dein Wahrnehmungswurf? Moment. Ansonsten 23. Du siehst etwas von schräg vorne auf euch zuhalten, auf euer Schiff. Ein vage, pudriger Punkt im Silber, der einen langen, regenbogenfarbenen Schweif hinter sich herzieht. Ein Komet? Oh, seht ihr das da hinten? Ich versuche, die anderen noch drauf hinzuweisen. Ich versuche, das im Auge zu behalten. Und es passiert sehr viel gleichzeitig. Ja, Horatio Arti, wer von euch möchte als erstes? Magst du Bardic Inspiration? Brauche ich, glaube ich, nicht. Dann fängst du an. Diese Runde ist, glaube ich, gut. Ich will als erstes einen kleinen metallischen Würfel auf den Boden werfen, aus dem sich dann mehrere Spinnenbeine und eine große Kanone ausklappen. Und würde meine Eldritch Cannon Force Balliste auspacken. Die darf dann als Bonusaktion auch direkt einmal schießen, glaube ich. Gib ihm. Und die schießt auf das Vieh, was Wongfei angreift. Das ist mal wichtiger. Und wenn ich das richtig verstanden habe, benutze ich dafür einfach meinen. Deinen Übungsmodifier? Oder deinen Spellmodifier? Ja, beim. Das macht Sinn. Moment. Es ist sehr viel Text hier bei dieser Eldritch Cannon, es tut mir leid. Ja. Du kannst ja erstmal einen W20 würfeln. Genau, Ranged Spell Attack Inflicting. Genau, Ranged Spell Attack Inflicting 2d8. Nicht direkt als Angriff da? Nee, leider nicht. Ah, okay. Eine 13? Das wäre ja praktisch. Eine 13 ist leider kein Treffer. Wer hätte jetzt doch Bardic Inspiration gebraucht? Kanone. Kommst du klar? Aha. Du schießt ein Stückchen aus der Reling heraus und euer Baum schreit. Nein! Weiter rechts! Horatio! Rechts! Weiter rechts! Und das war tatsächlich meine Runde. Arti, du bist an der Balliste. Ja, genau. Ich schaue kurz Richtung Helm, wo gerade unserem Captain der Kopf geöffnet werden soll. Ich reiße die Balliste rum auf die verdammten Clowns. Schaue aber auch, wenn ich eifersüchtig gucken könnte, kurz auf diese Eldritch Cannon eifersüchtig. Und würde dann einmal die Balliste abknallen auf das Clownschiff. Erstmal musst du zielen. Würde ich gerne. Ja, ich gehe davon aus, dass sie geladen ist, aber du brauchst jetzt eine Runde zum Zielen. Und erst nächste Runde kannst du schießen. Alright. Dann oder du musst sie mit drei Leuten bedienen, das ist eben das Problem. Ich bin aber alleine. Ja. Bonusaktion zu unserem wunderschönen ockerfarbenen Freund. Oh Freund Dijon, du warst schon immer schleimig. Als gelber Fleck und auch als treues Herz. Wir fühlten uns mit dir stets wohl und heimelig. Nun trittst du deinen letzten Weg an und es schmerzt. Tut mir leid. Und Bardic Inspiration für dich. Dankeschön. Und dann bin ich fertig und ziele. Gut, du zielst.
Dijon, möchtest du mit dieser Inspiration direkt was anfangen? Ich meine, der Autognom hat schon öfters prophezeit, dass das dein letzter Auftritt sein wird. Und bisher ist dann muss ich mit einem Knall gehen, ne? ich würde zu dem Krabbelvieh gehen, das Wongfei angreift, und ich würde tatsächlich meine Axt erstmal zur Seite legen und mit meiner Amorphous-Fähigkeit, also erstmal rage ich natürlich, aber mit meiner Amorphous-Fähigkeit würde ich das Ding von hinten, würde ich da hochkrabbeln wollen und es einfach grappeln wollen und es festhalten wollen. Mhm. Ja! Gut, dann mach mal einen waffenlosen Angriffswurf. Du Amorphous-Ding. Und ich habe für das Grappeln habe ich tatsächlich Advantage, weil ich amorphisch bin. Mhm. So. 21. 21. Ja, mehr oder weniger gießt du dich auf das Ding drauf von oben, umschließt es an mehreren Seiten und das ist eklig. Das pulsiert an komischen Stellen und andere sind heiß, andere sind kalt, die Fühler zucken. Es öffnet seinen Mund und macht ein sehr überraschendes. Gut. Die Clowns laden ihr Katapult nach. Zwei von ihnen kommen mit einer Torte an und legen sie auf das Katapult, während andere an einer großen Schraube am Kurbeln sind. Dann ist Wongfei dran. Oh boy. Erstmal nimmt noch so einen richtig dicken Schluck. Stellt die Flasche dann ab. Wenn du weiter steuern willst. Das Schiff musst du auf dem Stuhl sitzen bleiben. Ja, ich bleib sitzen. Ansonsten ausweichen, die laden nach. Ja, also die sind jetzt sozusagen hinter uns, ne? Ja. Und schräg von vorne nähert sich was anderes. Schräg von vorne nähert sich was anderes. Jetzt, wo du hinschaust, das Ding ist auch größer geworden und zwar ziemlich schnell. Und du machst langsam in dem hellen Leuchten, das selbst das silbrige Licht der Astralsee überstrahlt, ein wütendes Gesicht aus, das den Mund öffnet und schließt. Und wenn du Lippen lesen könntest, was dir sehr schwerfällt, dann glaubst du, ich komme, ich bringe euch um, dies ist meine Rache und gleichzeitig meine Belohnung. Und ein Mörderkomet hält von vorne auf euch zu, während von hinten ein Clownsschiff sich nähert. Geil. Super Aussicht. Ich würde dann Steuerbord, Backbord, ich kann mich nicht entscheiden, ich würfel in meinem Kopf. Rechts! Ich meine links, nein, andersrum, genau! Und dann würde ich einfach nach rechts ziehen. No! Erstmal. Also so richtig hart rechts. Hart nach rechts ziehen. Gut. Du lässt das Schiff herumschwanken. Die Gravitation bleibt ja gleich, sodass alle nur ein bisschen hin und her rutschen. Die Jaw sich, so Teile von ihm sich mit einem lösen und dann wieder zurückschlumpfen, während er weiterhin die Kreatur festhält. Und sowohl das Clownschiff als auch der Mörderkomet folgen eurer Bewegung und rasen jetzt in einem etwas schrägeren Winkel hinter euch her. Ich würde auf rechts bleiben. Gut, dann ist jetzt die Kreatur dran, die versucht, sich aus dem festen Griff von Dijon herauszuwinden. Eine 14 plus 3, eine 17. Also, muss ich Athletics machen, oder? Ich glaube, es muss sich gegen 10 plus deinen Stärkebonus. 10 plus mein Stärke, dann schafft er es. Ich habe nur plus 3 auf Stärke. Okay. Plus dann schafft er zumindest, seine vorderen Gliedmaßen freizumachen und mit seinen beiden Klauen nach eurem Steuermann zu schlagen und zu versuchen, irgendwie seine Antennen abzuknipsen. Das ist eine 15. Ja. Und eine 21. Ah. Das ist allerdings nicht so viel Schaden. Das sind nur 5 Trefferpunkte Schaden. Er knipst tatsächlich das Ende von einem von deinen Antennen ab. Schmerzhaft, aber gar nicht so schön. Damage. Und damit ist wieder Albert dran. Ja, Albert holt so einen Tortenstreicher heraus, der aussieht wie ein Boomerang
Und den versucht er auf das Vieh zu werfen. Jawohl. Eine 20. Und 4 Schaden. Und dann mit der Bonus-Action nochmal mit dem Löffel. Der immer noch in der Luft schwebende heilige Löffel. Der von dem Geruch nach Bratensoße und frisch aus dem Ofen geholten Keksen begleitet wird. Eine 12. Das ist kein Treffer. Schüssel. Ja, dann schlägt er wohl daneben. Ja. Der Komet mit dem Gesicht ist deutlich näher gekommen. Auch die Klauen sind dabei aufzuholen. Und der Komet ist immer noch wild den Lippen am Bewegen. Und langsam hört er auch durch das seltsame fluide Medium der Astralsee hindurch ein: Ich habe euch versprochen, ich komme wieder. Hier bin ich, hier rase ich schnell wie das Sternenlicht und ich werde euch zerschmettern. Oh, großartig wird es werden. Jauchzet und gedeiht, sterbt und geht auf in meiner Herrlichkeit. Während hinter euch die Clowns auf Kazoos spielen und auf ihren Nasen hupen. Horatio, Artie? Können wir den Kometen behalten? Nein! Nein! Nie behalten wir irgendwas. Horatio wieder. Ist ja, können wir bitte schnell uns hier abhauen? Und dann würde ich erstmal die Force-Ballista wieder auf das Ding schießen lassen. Gucken wir mal, ob es jetzt besser wird. Das ist eine 25. Das ist sowas von besser. Sehr gut. Dann ist das Schaden. Dann ist das Schaden, das ist richtig, ja? Das wird theoretisch 5 Fuß nach hinten geschoben. Mit Dijon zusammen. Irgendeine Relevanz hat. Glitch. Und dann kriegt das Ding nochmal einen Firebolt aus meiner magischen Pistole ab. Und zwar mit einer 23. Wie viel Schaden war denn die Eldritch Cannon? Die war 6 Schaden. 6 Schaden, danke. Und dann mit einer 23 ist natürlich auch ein Treffer. Dann ist das 8 Schaden plus noch ein D8. 16 Schaden insgesamt. 16 Schaden insgesamt. Nice. Ja, du sprengst dem einen guten Teil weg. Und das so sauber tatsächlich, dass bei Dijon gerade nur mal so ein paar Bröckchen davon versuchen, durch deine Membran zu dringen. Und du kannst sie aus deinem Hauptkörper wieder ausstoßen. Ja, da ist ein Loch jetzt drin. Dort, wo das Maul vorher war. Und das Ding wackelt jetzt wild panisch mit den Krallen. Offensichtlich erkennt es langsam, dass es sich übernommen hat mit dieser Infiltration. Und Dijon selber ist dran. Hast das Ding immer noch umklammert? Ich habe es noch umklammert. Artie ist noch dran. Ach, stimmt, Artie ist noch dran. Oh, Entschuldigung, Artie. Ich will ja nicht unseren Dudelsack übergehen. Genau, der leistet aber gerade nicht. Sondern hilft es, was ich gezielt habe, jetzt, wo wir so eine scharfe Rechtsbackbord. Jetzt kannst du schießen. Okay, also ich bin noch auf Ziel, obwohl der Deckel durchsteht. Du hast okay, ja genau. Eine ganze Runde damit verbracht. Dann würde ich mal gucken, was die Ballista. Also ich würde mal auf die Ballista, auf das Clownschiff schießen, genau. Ja. Ja. Die hat einen plus 6. Die Ballista. Dexterity oder was? Also insgesamt plus 6 einfach. Plus 6 und du kannst deinen Intelligenzbonus noch drauf. Ah, okay, das ist nicht viel. Geht ja jetzt also nicht um Kraft. Es geht darum zu schauen, wohin. Plus 7, genau. Okay. Dann. Ist das eine Natural 20? Oh boy. Insgesamt 27. Jetzt sind die tot auf ihrem eigenen Schiff. Du kannst, also es wären ohnehin 4 W10, das heißt, du kannst jetzt 8 W10 Schaden machen. Okay. Alter Mann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Papa, ich schieß jetzt. Und es fliegt ein Speer heraus oder zumindest ein langes Metallrohr, das vorne und hinten abgedichtet ist und mit ein paar hübschen Verzierungen versehen ist, das mit einem Pump abgeschossen wird, durch die Luft schnellt, in das Clownschiff einschlägt, dann gibt es ein leises Zischen und dann explodiert es in zahlreiche Splitter, die den, ich sagte doch, Horatio hat ein paar Verbesserungen daran durchgeführt und er mag Sprengstoff. Sprengt mehr oder weniger den Kiel des Clownschiffes weg. Wie viel Schaden hast du gewürfelt? 43 war das. Oho. Alter. Guck zu Archie rüber. Eine einzelne Träne rollt meine Wange runter. Das ist das Schönste, was ich gemacht habe. Oh.
Ja, das vordere Drittel des Clownschiffes ist nur noch eine Ruine. Weil Papa Wald kriegt jetzt auch eine Bardic Inspiration für die nächste Runde. Drehe mich auch zu ihm um. Horatio, oh oh, ich bin so froh, oh oh, dass du mich erschaffen, dass du mich gebaut, dass du meine Existenz nicht ganz und gar versaut. Wenn du nun von uns gehst, will ich, dass du verstehst, ich werde immer deine dankbarste Schöpfung sein. Die Eldritch-Kanone dreht sich leicht in deine Richtung. Und wenn sie Augen hätte, würdest du sagen, dass sie dich misstrauisch anschaut und vielleicht auch ein bisschen eifersüchtig. D8, ja. Und ich nehme eine Inspiration aus dem Chat. Einer der Clowns geht nach vorne und fängt an, pantomimisch. Er greift sich erstmal ins Kinn, dann wackelt er hin und her, dann holt er aus der Luft einen Hammer und mit der anderen Hand, ein Brett und fängt an, in der Luft Reparaturen pantomimisch darzustellen über dem riesigen Loch. Der Rest ist damit beschäftigt, zu zielen. Ich hasse die Clowns. Ja. Dijon. Dijon bewegt sich auf dem Teil ein bisschen zur Seite, damit es nicht in Berührung mit dem Loch kommt, weil es vorhin gesehen hat, was aus diesen Dingern rausgekrochen gekommen ist. Als Bonusaktion würde so ein Pseudopod rauskommen aus dem Rücken und ich würde gerne dem Vieh die Augen zu verdecken. Mhm. Naja, du bist durchsichtig, insofern ist das nur relativ. Trotzdem, ja. Es sieht jetzt alles durch eine gelbe Brille. Ja, ganz genau. Die gelbe, wer kennt sie nicht? Die berühmte gelbe Brille. Ich meine, wenn du deine Poren ein bisschen öffnest, dann dringt auch Senf aus. Also die Schärfe, die du gerade frisch angenommen hast. Und du siehst tatsächlich so ein paar Tränen aus den großen, runden, starrenden Augen hervorsickern. Und als Aktion gebe ich ihm zwei Kopfnüsse. Nutze Reckless Attack. Das heißt, du bildest einen Kopf aus zu dem Zweck, ihn gegen das Ding zu schleudern. Sehr schön. Ganz genau. Gib ihm zwei Kopfnüsse. Dun, dun, dun. Ah, nee, doch nicht Reckless Attack. Reckless Attack ist nur für Melee-Weapon-Attacks. Dann ganz normale Angriffe. Ja. So, das erste ist eine... Das trifft nicht, das ist nur ein 8. Ja. Und das zweite ist eine 15. Eine 15, das ist ein Treffer. Das sind ganze 4 Schaden. Moment, du hast Vorteil, du hast ihn ja umklammert. Ja. Dann ist das eine 15 für 4 Schaden und dann noch ein Angriff. Das wird nix. Das sind nur 10. Eine 10? Ja, du hast immer noch Vorteil. Das heißt, würfel nochmal. Ja, das war schon mit Vorteil. Ach, das war schon mit Vorteil. Eine 10. Vorteil. Ah, das höchste ist 10 gewesen. Das höchste der Gefühle. Ja, das heißt, du haust einmal deinen Kopf gegen ihn und es gibt tatsächlich eins der Augen nach, über das du auf deinen Tentakel gelegt hast und platzt unter deiner Membran einfach zu einer feuchten Masse und dann haust du nochmal zu, aber dein Kopf verbeult sich mehr, als dass du Schaden machst. Also du hebst deinen Kopf wieder und der hat so negativ von der Oberfläche der Kreatur hineingedrückt. Mit einem leisen Blump stirbst du das Ganze wieder aus. Gut. Ach, bin ich echt schon dran? Nicht die Clowns? Die Clowns zielen und richten ihre Schleuder wieder auf euch aus mit der frisch bestückten Torte. Und du hast jetzt immer noch, auf von der einen Seite nähert sich ein Mörderkomet, auf von der anderen Seite die Clowns. Was hast du denn vor? Also, ich meine... Ich wollte das Schiff in das Schiff der Clowns fahren. Eures? Ja. Du wolltest sie rammen. Das heißt, du machst ein Wendemanöver. Ja, ja, deswegen so nach rechts. Gut. Dann, weil wenn die Komet eh schon kommt, dann nehme ich die als Schutzschild. Du hast das ja schon vorbereitet. Das heißt, du wendest jetzt tatsächlich... Und warte. Crashing. Dann gib mir doch mal einen Wurf mit Übungsbonus drauf auf Intelligenz oder Weisheit. Oh. Eins von beiden. mit was für einem Dings hast du gesagt gehabt als erstes? Ein Übungsbonus? Ja, das ist dein Übungsbonus. Der müsste auf der Stufe 5 plus 3 sein. Fische sie. Ja. Gut, okay, das ist. Ja, nimm mal. Ist eigentlich egal, nimm mal Wisdom. Zack. Plus 3 sind 16. Wenn. So, ihr glaubt für einen Moment, dass es nicht passen wird, aber dann ruckt euer Schiff in der letzten Sekunde herum und rammt das Clownschiff schräg von vorne nach eurem Wendemanöver in den geborstenen Bug hinein.
alles erzittert, alles bebt, eine Wolke von Splittern erhebt sich und fliegt um euch herum. Einige davon sinken tief in die Jean ein, landen in der Krone von Arti, prallen sie mit einem Ding, 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 Ding ab. Und ihr nehmt 4W10 Schaden und die nehmen 4W10 Schaden. Ich würfel für euch und ihr würfelt deren Schaden. Wer möchte? Ja, unser Captain der natürlich. Der ist, ja. Gerade Captain. Ich habe ungelogen zwei meiner Eins hintereinander gewürfelt. Ihr habt so ein scheiß Glück. Oh. Ja. Und jetzt also 4W10. Dann ja. Schauen wir doch mal. 21 Trefferpunkte für euer Schiff. Euer Trian schreit auf. Holz splittert in alle Richtungen davon und bildet so eine Corona um euch herum. Und was habt ihr für das andere Schiff gewürfelt? 21 habe ich gewürfelt. Touché. 21. Gut. Ihr steht schräg ineinander und für einen Moment wabert die Gravitation regelrecht unter euch, bevor auf einmal die Clowns anfangen, in unterschiedliche Richtungen zu rutschen, als eure Gravitation sich durchsetzt, weil euer Schiff noch weniger beschädigt ist. Und dann ist die Frage, möchtest du weiterfliegen nach der Rammaktion oder drin stecken bleiben? Während sich ein wütender Komet nähert. Achso, okay, die Erinnerung an den Kometen war gut. Und drehen, dass der Komet? Ja, ich würde versuchen, so zu drehen, dass das praktisch das Clownschiff zwischen uns und dem Kometen ist. Gut, dann schauen wir mal. Das wird sich nächste Runde entscheiden, was genau damit passiert. Ich liebe es, wenn ein Clown aufgeht. Das war der Plan? Das schöne Schiff. Ich muss sich alles hinterher wieder reparieren. Das komische, gehirnefressende Monster windet sich erneut und versucht, sich aus dem schleimigen Griff zu befreien, schafft es aber nicht. Stattdessen erscheint unter ihm wieder ein schwarzer Kreis, aus dem sich dann Tentakel herausbewegen. Das heißt, Dijon, Albert, der im Nahkampf damit ist, und Wong machen alle mal wieder einen Weisheitsrettungswurf. Darin bin ich nicht so gut. Och, so gar nicht gut. Wer soll alles einmachen? Das war knapp. Du musst noch einen machen. Ich muss auch einen machen, okay. Yes. Oh, ein Stärke-Rettungswurf, Entschuldigung. Stärke? Oh. Also Stärke? Ja. Okay, Entschuldigung. Dann mach ich Stärke. Da kann ja unserem Schleim nicht so viel passieren. Wenn du rast. 23. 9 und 5. Gut, das heißt, Wong und Albert nehmen beide 12 Trefferpunkte nekrotischen Schaden. Dijon kriegt nur 6 und dann, wie war das wird auch nochmal halbiert auf 3. Ja. Das heißt, so ein paar von den kleinen Globulen an Zeugs, die in Dijon herum wabern, werden schwarz und lösen sich auf, während die anderen beiden von den schwarzen Tentakeln geschlagen, durch die Gegend geschubst werden und schwere, wie ein Blitz, der eingeschlagen ist, sich anfühlte Schmerzen durch eure Gliedmaßen ziehen. Der göttlich leuchtende Löffel vibriert in der Luft und ist kurz davor zu zerspringen. Oh Gott. Gut. Albert. Ein Moment bitte. Jawohl. Kann du dir sehr wehgetan? Ja, sehr. Kann ich den Baum heilen? Also, der in unserem Schiff ist? Nein. Ist das möglich? Der okay. Dessen Lebenspunkte sind an das Schiff gekoppelt. Mhm. Du müsst das Schiff reparieren, um dem Baum zu helfen. Alles klar, dann würde ich Guiding Bolt auf das Vieh machen. Jawohl. Oh, zweimal Natural 20. Also ich würfel ja immer mit zwei Würfeln kratzen. Ja. 27. Dann schade. 11. Es wird früher wie 6-11 gewürfelt. Ja, gut. Ein perfekter Lichtbogen, der zwischen dir und dem Ding hin und her springt, aber nur kleiner Teil von heraus springt. Ist das schon gedoppelt von der Natural 20? Nee, ich glaube nicht. Oder? Achso, dann darfst du nochmal 4W6 würfeln. Okay, ach so. Auch, ja. Ach so, cool. 19. Dann schlägt dieser gleißende Lichtbogen ein. Es riecht nach Muffins, Orangeat, Zuckerguss, nach warmem Curry, nach etwa in einen Ofen, der geöffnet wird, und man riecht das Brot, dessen Kruste gerade hart wird, und dann
zerspringt die Kreatur einfach unter dem Zugriff von Dijon und sackt in sich zusammen zu einem kleinen Häufchen Brei. Tapse so weg von dem Ding. Horatio und Arti! Ihr löst euch gerade kreischend wieder von dem Clownschiff. Ihr seht einen Clown neben euch, der mit den Händen andeutet, dass eine Wand zwischen euch und ihm ist und ihr ihm nichts tun könnt. Nein, ich will ihn nicht. Ah, oh, ich hasse ihn. Den will ich nicht behalten. Meine Faustballista schießt erstmal auf denjenigen, der das Katapult bedient. Ja, das sind 4 Stück gemeinsam. Okay, nee, dann schieße ich auf den, der eine Mauer andeutet. Ja, der Arsch. Das ist so 16. Ja, du triffst ihn tatsächlich und er schaut runter und wirkt sehr verblüfft, als du ein Loch in Zain hineinstanzt. Und du stellst fest, dass offensichtlich Horrorclowns im Weltall einfach mit schwarzem Schleim gefüllt sind. So einen seltsamen, wabrigen, grauen Dunst, der draus hervordringt. Und er schaut hoch und macht nochmal mit den Händen so ein paar Mal Patsch, Patsch, Patsch in der Luft, als würde er die Mauer abtasten. Dann an der Stelle, wo du geschossen hast, greift er durch die Mauer durch, tastet dein unsichtbares Loch ab und macht... Kriegt 11 Schaden. Ja. Und dann würde ich da, wo das Katapult ist, noch einmal Shatter casten. Sehr schön. Und 11 gegen 15. Was hat es. Ja, nee, nicht gelungen. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich automatisch nicht gelungen. Es ist ein Gegenstand. Ach, du meinst die Clowns. Die Clowns haben ihn auch versendet. Okay, dann sind es 18 Schaden. 18 Schaden für die Clowns. Und wie viel sind das für einen unbelebten Gegenstand? Kriegt der nicht noch mehr? Nee, kriegt genauso viel. Der hat nur einen Nachteil bei dem Konzept. Okay. Ja, die Clowns alle... Knöpfe fliegen in alle Richtungen. Perücken werden ihnen vom Kopf gerissen, beziehungsweise aus dem Kopf. Du siehst, dass die fest verwachsen sind und mit Tentakeln jetzt in der Luft schweben. Nasen fliegen ins Nichts davon. Sie schreien, Blut läuft ihnen aus den Augen. Sie spucken Zähne in alle Richtungen. Aber drehen mit ihren letzten Kräften das Katapult in eure Richtung. Arti. Ihr seid nicht lustig. Und Papa ist mein großes Vorbild. Arti richtet alle 5 Flöten von seinem Rücken auf diesen Clowns und ich hau auch ein Shatterstufe 3 raus. Also dieselbe Konstitutionswurf nochmal für die Clowns. Ja. Den haben sie wieder nicht geschafft. Dann bekommen sie von mir 16 Schaden und das Katapult ebenfalls. Die Clowns fallen einer nach dem anderen um. Es ist nur noch der einzelne übrig, der eben von der Eldritch-Kanone getroffen wurde. Der hat sich runterschaut, der zu euch schaut, der zum Katapult schaut. Und dann ist Dijon nochmal dran, wenn der Clown anfängt in Zeitlupe. Na gut, ihr seid ein bisschen lustig. Während er in Zeitlupe läuft, gehe ich zu ihm hin, hebe auf den Weg meine Axt auf und würde mich vor ihn stellen wollen und wie mit so einem Baseballschläger ausholen wollen. Ja, eure Schiffe gleiten aneinander vorbei. Du hast einen Nachteil beim Zuschlagen, weil ihr euch eigentlich mit Reckless Attack wieder rausholt. Das aus. Ja. Mach ein witziges Geräusch dazu. Ist doch unartig. Was? Der erste Angriff sind 24 zum Treffen. Das ist ein Treffer. Und das sind 12 plus 2, 14 Schaden. Du schlägst ihm den Kopf ab, der lachend in andere Richtung nach vorne rollt, während der Körper mit den Händen in der Luft tastet, den Hals berührt und dann so mit den Schultern zuckt, bevor er umfällt. Und dann gleitet ihr kreischend mit eurem Schiff an dem anderen vorbei. Der Komet rast hinter euch heran mit aufgerissenem Maul. Ich werde euch in mich aufnehmen, glorreich sei es! Und landet dann mit einem lauten Bersten und Krachen in dem halb zerstörten Clownschiff. Wie stressig! Oh, Captain, mein Captain. Sehr gut. Und vor euch gleitet aus der silbrigen Astralsee durch die Konzentration von Wong Fei mit ein paar Schluck Schnaps und mehreren Chilis, auf denen er kaut, frisch gestärkt, ein kristallener Mond auf dem sich ein kleiner, naja,
Festung befindet, die mehr oder weniger aus demselben Kristall herausgeschliffen ist und von innen mit Vorhängen behangen ist, damit man nicht gänzlich durchschauen kann, und die mehrere walartige Wesen langsam im silbrigen Licht schwebend kreisen. Aus der Burg kommt eine hochgewachsene, fast 3 Meter große, schlanke Gestalt mit grau-blauer Haut heraus, die eine elegante lange Robe trägt, beschattet kurz gegen das silbrige Licht die Augen mit einer Hand und schaut euch entgegen, als ihr euch nähert. Ha. Hallo. Können wir ihn behalten? Gerne. Ja, ich hoffe, wir können uns behalten. Also sofern möglich, würde ich irgendwo anlegen. Ja, es gibt tatsächlich einen Steg, an dem du anlegen kannst. Und diese Gestalt waltet ihre langen, grau-blauen Arme, die Hände, die Fingerspitzen unter dem Kinn angelegt, kommt näher, hat ein relativ flaches Gesicht mit einer kurzen Nase, dunklen, nachdenklichen Augen und langen, spitzen Ohren und neigt sich dann vorsichtig zu euch herab. Der Einzige, der ihm auch nur bis zur Schulter geht, ist Horatio. Ihr seht ganz schön angeschlagen aus. Während er dazu kommt, fange ich an, das Deck von dem Vieh, also das Deck zu schrubben und von dem Vieh zu befreien. Und von Bord zu schubsen. Ja, war ungemütlich. Ja, es war stressig. Ihr seht wunderschön aus. Ja. Danke. Ein Keks? Sehr gerne. Ich nehme den Keks entgegen. Mit Schokostückchen. Wirklich. Was wünscht ihr im Tausch? Nichts. Von der Gottheit. Aber wir haben hier so diese Kiste. Und. Ich verstehe. Ja? Wir haben ein Problem. Restlichen Keks in den Mund. Ich verfüge tatsächlich über Einrichtungen, mit denen ich diesen Gegenstand sichern kann. Ihr wisst es wahrscheinlich nicht, aber sollten einige von den Gottheiten daraus erwachen, können sie unterschiedliche Phänomene hervorrufen, wie Mörderkometen, die auf einen herabstürzen. Und verschiedenste Wesenheiten werden nach dieser Macht gieren, von Githyanki, die umherziehen, über Psurlone, Rhaegar, um daraus Waffen herzustellen, Drachen und sogar Weltraumclowns. Ach. Moment, man kann daraus Waffen herstellen? Das ist ja verrückt. Horatio, aus! Ich habe keinen Bock, schon wieder von Klaus verfolgt zu werden. Dijon stellt sich neben den Chef und macht dieselben Bewegungen. Arti bleibt auf Papas Seite. Und der Zwinger kommt auf seinem Goldfisch an und macht ebenfalls die gleichen Gesten nach. Ich muss nicht so lange auf den Bett. Es ist natürlich eurer Entscheidung überlassen, ob ihr mir diesen Gegenstand geben wollt. Ich würde dafür auch gerne reichlich zahlen. Deal! Und falls ihr Interesse hättet, weitere Beschaffungsaufträge für mich zu übernehmen, so sehe ich eine gloriose und von Reichtümern bestimmte Zukunft für euch voraus. Ich guck zu Horatio. Wir kaufen dir eine fette Kanone fürs Schiff. Na, was meinst du, so als Kompensation für das? Lege meine Hand auf Arti. Der Junge hingeht, brauchen wir keine großen Kanonen. Auch wieder. Da reicht doch eine einfache Balliste. Ich schaue zum Rest der Crew. Und haben wir Bock auf die Deals? Bekomme ich eine neue Küche? Oh, was immer du willst. Dann bin ich dabei. Sehr gut. Ich gucke wieder zu dem Riesenviech. Reichst du eine von meinen Krallen hoch? Den! Er streckt eine lange, schlanke Hand aus, greift nach deiner Kralle und schüttelt sie. Und während der Abspann läuft und man noch sieht, wie die Kiste übergeben wird, das Schiff an das Deck geputzt wird von Dijon, der mehrere Besenstücke in sich stecken hat, in der Küche gearbeitet wird, euer Triant sich mit den Ästen ins Gesicht fällt. Und dann gleitet ihr durch die Astralsee davon, neuen Abenteuern entgegen. Zu welchem Soundtrack? Was ist unser Abspannsong? Der Abspannsong muss sein In the Face of Evil von Magic Sword. Okay, den kann ich nicht. So. Oh, sorry. Der ist zu optimistisch. Also,
Es läuft durch die Schrift, die sagt, Dijon, der Barbaren-Senf, wurde gespielt von Pananepik von orkischem Geschmack. Horatio, das große, schießwütige Nilpferd, wurde gespielt von Steffen, auch bekannt als Jewatski. Artie, der an seinen Vater orientierte und stets treue kleine Autognom mit seinem Blasebalg, wurde gespielt von Ben von Pen and Paper. Albert, der Dritte, vom gesegneten Kochlöffel, wurde gespielt von Haselnuss. Und Wong Fei, der betrunkene Meister am Steuerrad, von Walker. Und während das Publikum langsam schon rausgeht, läuft der Abspannsong. Wenn du noch irgendeine Nummer vorbereitet hast, ist das der richtige Moment. Und ansonsten? Das Wild allreckt und streckt sich und schüttelt die Mähne. Es blickt wild umher und es fletscht seine Zähne. Es keucht einen Fluch und verschlingt alte Kähne. Und dennoch, sie segeln durchs All. Drum bedenkt doch auch bitte die tausend Gefahren, die im All auf uns lauern, schon immer dort waren. Ich glaube, ihr seid euch da nicht ganz im Klaren. Gefährlich ist es, das All. Doch so ist das Leben hier im Raum, Reise und Abenteuer zugleich. Das Wildall, Freunde, zähmt man kaum, doch am Ende sind wir alle steinreich. Das ist ziemlich optimistisch. Wir singen noch einen Song. Okay, gut, der Chat fragt, was nach der Post-Credit-Szene, was würdet ihr dort gerne sehen? Wir fliegen so durchs All und alles ist so gut. Wir sind alle so am Snacken, am Tisch und so trinken auch was und sind alle am Lachen. Und ganz plötzlich ist irgendwas ganz Dramatisches in der Ferne. Was das ist, weiß ich nicht, aber irgendwas ist da. Ich kann ja mal ins Bestiarium gucken. Wir hatten schon einen Mörderkomet, wir hatten einen Merkan, wir hatten Nephalgu und Plasmoide ist eh an Bord. Clowns. Wir haben einen Jiff. Dover haben wir gesehen. Dover. Das Weltall blinzelt mit Dutzenden großer dunkler Augen und langsam schälen sich Tentakel heraus, die einen schwarzen Riss in der Realität öffnen. Dö, dö, dö. Und jetzt kommen nur noch die Special Effects Leute und so. Und können wir das behalten? Können wir das behalten? Letzter Satz. Oh mein Gott, ja, bitte. Oh, wunderschön. Ich nehme noch den Vorschlag des Chats, sehr schön von The Man, und es erscheint ein Mensch. voller Keime. Schrecklich. Damit ist der ganze Planet auf der Affen im Arsch. Oder das. Ja, das war eine kleine, druckbetankte Reise durch Spelljammer. Mit allem, was ich an Monstern und komischen Begegnungen in die kurze Zeit irgendwie reinpressen konnte. Von Nethalgu, die Aberrations sind, die irgendwo aus der großen Ferne kommen und 12 Gehirne sammeln, bis sie wieder in ihre Heimat zurückkehren und mit jedem Hirn mehr Macht bekommen und sich unsichtbar machen können. Und dann ist halt der eine, der noch nicht so angeschlagen war und es durch die Fallen geschafft hat, ist an Bord gekommen als euer betrunkener Steuermann. So leicht nochmal die Atmosphäre geditscht hat. Zu den Space Clowns muss ich, glaube ich, nicht viel weiter sagen, außer nicht. Fucking Space Clowns. Ja, danke. Wunderschön dargestellt. Das war so doof. Großartig. Das muss auf jeden Fall rein. Ja. Ähnlich der Mörderkomet. Es ist ein Komet, der ein Gesicht hat und Leute töten will. Die Pinguine. Die Pinguine. Dovas sind weit verbreitete Händler. Die sind schuld daran, dass die Space Clowns Raumschiffe haben. Die haben sie nämlich ihnen verkauft. Die Pinguine. Die Pinguine waren es, ja. Und die werden niemand einem Clown ein Raumschiff geben. Nein, einfach nicht. Vor allen Dingen, stellt euch mal vor, ja, wenn das nach den normalen Clowns-Regeln gelaufen wäre, wären aus diesem Schiff die ganze Zeit immer noch mehr Clowns rausgekommen und noch mehr von uns entdeckt. Das wäre nur ein ganz kleines Schiff gewesen eigentlich. Es kommen immer mehr Clowns raus, ja. Es bieten sich so viele blöde Witze an. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, Spelljammer ist nicht für jeden das Setting. Also, grim und gritty ist es, glaube ich, nicht. Aber wie man gemerkt hat, kann man es wild schwanken zwischen absolut bescheuertem Unsinn und ekelhaftem Horror spielen. Und am besten beides in einer Session, wenn man mich fragt. Ja, absolut. Ja, großartig. Voll. Es war sehr chaotisch und ich habe
nicht alles verstanden, aber es war cool. Das war sehr süß. Ich mag den Hadosi, den Kleriker, der ein Koch ist. Deswegen gehe ich einfach darauf aus, dass du eine Gottheit des Backens ja, absolut. Und der Gastfreundschaft anbetest in irgendeiner Form. Eigentlich hast du, Mairi, einen Kuchen aus Spelljammer mit einem Katapult auf den Stream geschossen. Ja, sozusagen. Genau. Mehr oder weniger, ja. Vielen Dank auch an die Anregungen vom Stream. Zwar, wie gesagt, bei ekelhaft war Mairi heute weit vorn. Ich mag ekelhafte Dinge beschreiben. Ich weiß auch nicht, warum, was da irgendwie nicht mit mir stimmt. Aber wenn man mir die Chance gibt, irgendwie Body Horror oder ekliges Zeugs oder sonst irgendwas zu beschreiben, dann yes. Und, yes, please. Ja. Und insgesamt sehr schöne Performances von allen. Vielen Dank, dass ihr bei dem Wahnsinn mitgemacht habt. Und als riesige Nilpferde, kleine Metallgnome, hamsterförmige Schleime, schwebende Äffchen und Mönchsinsekten mit dabei wart.